So, einen wunderschönen guten Nachmittag, kann man jetzt schon sagen. Die Mittagszeit ist vorbei. Ich begrüße Sie herzlich, liebe Gäste, liebe Clubmitglieder, zusammen heute mit mir zum Vortrag Mythos Trading Strategie. 1,5 Stunden haben wir heute zusammen Zeit. Ich freue mich auf diesen Vortrag heute und ich wechsle mal hier rüber, dann sehen wir uns auch einmal. Herzlich willkommen bei uns beim Traders Club 24. Heute hier bei uns im Raum, wo den ganzen Tag verschiedenste Vorträge ja laufen. Heute Morgen Vormittag gab es erstmal Live-Trading, auch wenn der DAX sich heute kaum bewegt. Dann gerade eben mit Christian und mit Alexander die Vorstellung unseres Trading-Clubs. Und jetzt möchte ich einen Vortrag halten zum Thema Trading-Strategie, Mythos-Trading-Strategie. Und das Ganze geht hier in wenigen Minuten los. Wenn Sie zwischendrin oder wenn ihr, ich glaube, wir bleiben heute beim ihr, wenn ihr Fragen habt, wenn du Fragen hast, lieber Teilnehmer, dann gibt es hier einen Frage- und Antwortbereich. Die Fragen einfach reinstellen. Ich werde schauen, dass ich sie während des Vortrags vielleicht mit unterkriege, ansonsten gerne auch am Ende. 1,5 Stunden sind für das Thema sehr knapp bemessen. Ich werde versuchen, trotzdem euch einen Überblick zu geben über das Thema und bin gespannt auf euer Feedback und eure Fragen. So, der Raum füllt sich gerade. Ich gehe einmal hier in den Präsentationsmodus. Also, herzlich willkommen zu diesem Vortrag. Mein Name ist Christoph Kurze. Ich leite diese Firma von der technischen Seite her, den Traders Club. Bin seit mittlerweile 1,5 Jahren hier dabei. Bin verantwortlich für die Trading-Strategien, aber auch für die Tools und für die Software, die wir eben hier für MetaTrader anbieten. Handelt täglich auch im Live-Trading-Raum und noch in einem zweiten Raum. Den DAX, den Dow Jones, verschiedene Währungen mit verschiedenen Strategien. Und wenn man sich in die Traderwelt begibt, denke mal, ist jedem klar, dass ständig einem das Wort Trading-Strategie über den Weg läuft. Und ich möchte heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Trading-Strategie, was ist das überhaupt? Wie entwickelt man überhaupt eine Trading-Strategie? Was macht denn eigentlich eine gute Trading-Strategie aus? Aber auch ein bisschen, ja, mit dem erhobenen Zeigefinger, also den Zeigefinger ein bisschen heben und sagen, ja, Trading-Strategie ist allerdings auch nicht alles. Und hoffe, dass das heute ein spannender Vortrag wird. Wie gesagt, 1,5 Stunden sind ein bisschen knapp. Wir gehen also direkt rein ins Thema. Ich könnte darüber den ganzen Tag sprechen. Das macht mir auch sehr viel Spaß, auch mit den Clubmitgliedern rechts und links immer wieder darüber zu sprechen. In diesem Sinne, lassen uns zusammen loslegen. Was wird halt grob besprochen? Also ich möchte einmal das Thema ein bisschen einführen, zeigen, dass Trading ein kleines Glücksspiel ist, und danach den Weg zeigen, ja, wie kommt man eigentlich zu einer Trading-Strategie, wie kann man eine Trading-Strategie klar strukturieren. Ich möchte ein Beispiel geben an unserer eigenen Strategie, die eben ein ganz klares Regelwerk hat. Ich möchte ein bisschen was über Zufall, im Gegensatz zum statistischen Vorteil eben zeigen und am Ende das Ganze ein bisschen zusammenfassen. Daran werden wir uns heute entlang hangeln. Ich habe hier was zu trinken mit. Nicht wundern, meine Stimme ist ein bisschen gereizt heute. Die letzten Tage waren noch sehr sprechintensiv im Live-Trading-Raum und heute Vormittag, wenn ich also rechts und links mal hier das Glas nehme, wie ich es jetzt auch tun muss, dann bitte nicht wundern. Da bleibt ja dann Zeit für eure Fragen. So, gehen wir also rein. Ja, Trading-Strategie, da steckt einfach das Wort Strategie drin und deswegen postuliere ich einfach, Trading ist kein Glücksspiel. Und wenn man natürlich ganz klar Trading auch nicht als Glücksspiel betreiben möchte, braucht man eine Strategie. Zumindest ist das eine Voraussetzung, überhaupt am Markt bestehen zu können. Und deswegen möchte ich die beiden Begriffe mal ein bisschen gegeneinander stellen. Was ist denn eigentlich Trading und was ist denn eigentlich Glücksspiel, um das auch ein bisschen einzuordnen. Also grundsätzlich, was ist Trading? Bei Trading setzt man eine Veränderung in der Regel des Preises. Und dabei gibt es eine Idee der Preisfindung. Das heißt, Marktteilnehmer treffen sich, verkaufen und kaufen zu gewissen Preisen. Und die Performance am Ende des Tages, die entsteht natürlich daran, dass man eine Differenz im Preis realisiert für sich. Und dabei braucht man aber natürlich einen statistischen Vorteil. Das postuliere ich jetzt einfach nochmal, aber dazu kommen wir später auch nochmal im Detail. Beim Glücksspiel ist es genau andersrum. Man setzt meistens auf so einen Zustand, hier klassisch zu sehen. Beim Roulette, man setzt auf Rot oder auf Schwarz, auf eine Zahl oder was auch immer.
Das Ganze entsteht natürlich komplett zufällig. Es gibt da in der Regel nichts, was man in irgendeiner Art und Weise voraussehen kann. Ja, man kann mit der einen oder anderen in Anführungszeichen Strategie sich vielleicht noch ein bisschen länger am Monopoly-Tisch halten oder in einem oder anderen Spiel dann länger überlebensfähig sein. Aber eigentlich gibt es keinen statistischen Vorteil, zumindest nicht für den Spieler beim Glücksspiel. Und diese beiden Begriffe werden uns heute in diesem Vortrag immer wieder mal begleiten. Und deswegen wollte ich die einmal so einordnen. So, wenn man also Trading am Markt betreibt, dann braucht man eigentlich immer eine Strategie und man braucht einen statistischen Vorteil, denn ohne statistischen Vorteil bleibt auch jede Strategie wirkungslos. Das möchte ich hier ganz klar voranstellen. Und zu diesen Themen kommen wir heute in diesem Vortrag. Man kann natürlich auch Trading ohne Strategie machen. Man kann also Trading, also viele Leute, die sagen, die traden, sind aber eigentlich keine Trader, sondern eher Glücksspieler, nutzen also vielleicht verschiedene Effekte am Markt für sich aus, um lange Zeit vielleicht auch sogar erfolgreich zu sein, aber haben eigentlich gar keinen langfristigen statistischen Vorteil. Und dann läuft Trading so in die Richtung Glücksspiel. Und deswegen möchte ich diese beiden Begriffe heute auch immer wieder mit in Relation setzen zueinander, um das auch ganz klar voneinander abzugrenzen. So, um natürlich erstmal eine Strategie zu entwickeln, und denk mal, darum geht es ja heute primär, braucht man immer eine Hypothese über den Markt. Und diese Hypothesen, zu Deutsch Annahmen, können sehr vielfältig sein und darum geht es dann eben auch im ersten Teil dieser Präsentation. Jeder kennt das. Ganz klassisch. Man redet mit dem Nachbarn, man redet mit einem Trader-Kollegen, man redet mit irgendjemandem über Börse oder über Strategien, über was auch immer. Und der Klassiker ist eigentlich, und das hören wir hier auch ganz oft bei uns im Club oder auch ganz oft, wenn wir uns mit anderen austauschen, ich habe da einen ganz heißen Tipp. Und in der Regel beginnt es damit, dass jemand erzählt, ich habe da einen Effekt gesehen oder ich habe da im Markt was gesehen oder. Und das funktioniert super. Und diese Art von ja, Beschreibung eines Effektes, den dann also dann oft auch so, ja, entweder über Chats, wenn man in Chats drin ist oder im direkten Gespräch bekommt, das sind meistens so Anekdoten. Anekdoten sind so Beobachtungen, die man vielleicht macht, die aber vielleicht ja, so ein bisschen gefärbt sind von der eigenen Wahrnehmung, wo also so ein bisschen die Systematik fehlt, dass man das mal tiefer untersucht hat, aber man kann darüber zumindest einen Anhaltspunkt natürlich finden, ob da mehr dran ist. So, und der Klassiker ist halt, dass jemand sagt, ich habe da einen ganz heißen Tipp. Und dann wird eben irgendetwa ein Defekt beobachtet oder ich habe da einen ganz heißen Tipp für eine Aktie oder in diesem Bereich geht gerade richtig die Post ab. Und ganz oft sind das aber so einzelne Beobachtungen. Und diese einzelnen Beobachtungen haben meistens den Nachteil, dass so die methodische Kontrolle fehlt, ob man diesen Effekt, ob der immer da ist, ob der ausreichend ist, sich immer wieder findet, und so weiter. Und diese anekdotischen Beobachtungen, die eben dann auch ausgetauscht werden, die sind oft ein bisschen mit so einem Risiko behaftet, dass man so selektiv wahrnimmt. Ja, also man kennt das. Aus dem Englischen nennt man das Confirmation Bias. Das heißt, man ist selber beeinflusst von seiner Wahrnehmung, dass wenn man eine gewisse Meinung hat, dass man primär oder eine gewisse oder irgendeinen Effekt gern sehen möchte, dass man natürlich überall dann diesen Effekt sieht und überall diese positive gehören Glücksgefühle, dass man also diese positiven Aspekte dieser Wahrnehmung eben vermehrt wahrnimmt, dass man also zum Beispiel den Effekt, den man gern sehen möchte, dann plötzlich überall im Markt sieht, aber leider nicht sieht, wenn dieser Effekt vielleicht oder das, was man sieht, auch auftritt, aber das Ganze dann nicht aufgeht. Und das ist ein Risiko der selektiven Wahrnehmung und das trifft halt für so viele Anekdoten halt sehr häufig zu. Das heißt, ohne eine Systematik, ohne dass man systematisch untersucht, ob so ein Effekt oder etwas, was man anekdotisch sieht, auch wirklich eintritt, ist es gefährlich, solche Sachen zu verallgemeinern, die man eben da gesehen hat. So eine Empfehlung da abzuleiten aus einer einfachen Anekdote, was man also so sieht im Markt, ist relativ gefährlich und man wird es auch, ohne dass man es irgendwie festsetzt, schwer haben, daraus eine wirkliche Trading-Strategie zu entwickeln. So, was sind so klassische Anekdoten, die man sich so erzählt in der Trader-Welt? Da gibt es eine ganze Menge. Ich mache mal hier ein Beispiel. Klassiker ist, wenn der DAX über den Pivot hier Punkt eröffnet, dann ist er stark und dann wird er wohl am Abend auch höher schließen, als er geöffnet hat.
Das ist so ein Klassiker, also ein ganz starker DAX, wenn er über ein Pivot eröffnet. Eine andere Anekdote, die gern erzählt wird, dass eben Gaps, man sagt oft geholt, also geschlossen werden. Also wenn Kurslücken entstehen zum Vortag, dann werden die geschlossen. Das wird oft erzählt. Es gibt andere Anekdoten, zum Beispiel, dass Gold zum Ende der Woche gern, dass immer gern long geht, das heißt also nach zum Wochenende hin gekauft wird. Und gibt auch weitere, die sind dann weitlich so ein bisschen so aus der Makroebene eher. Naja, die großen Banken, die manipulieren den Markt. Auch das wird sich sehr stark erzählt. Oder vielleicht auch die großen fischen so Stops ab. Und das ist alles schön und gut, darüber kann man sprechen. Das hat einen gewissen Unterhaltungswert. Und das macht sich auch Spaß, solche, ja, so anekdotische Beobachtungen, die man vielleicht gemacht hat, sich auszutauschen. Aber das reicht halt in der Regel nicht aus, um daraus wirklich eine Strategie zu entwickeln. Und der eine oder andere kennt vielleicht auch noch ganz andere Beobachtungen, die man halt so machen kann. Also meistens sind solche Anekdoten nicht besonders konkret, sind meistens ein bisschen zu, ja, zu unscharf, um daraus irgendwas abzuleiten. Denn was hilft es mir denn, wenn ich weiß, dass zum Beispiel, wenn der DAX über den Pivotpunkt öffnet, dass er dann stark ist? Was heißt das denn für mich? Handle ich ihn dann einfach long? Kaufe ich ihn einfach den DAX? Wann verkaufe ich ihn wieder? Wann mache ich das vielleicht nicht? An welchen Tagen ist das vielleicht eher ungünstig? Das ist also meistens viel zu unscharf, aber eine erste Beobachtung ist ja schon mal was wert. Was man also braucht, um den Markt entsprechend richtig dann auch einzuschätzen und dann auch wirklich eine Strategie daraus zu machen, ist etwas, das nennt man Hypothese. Eine Hypothese ist eine Annahme und so eine Annahme kann man eben nutzen, um ein Marktverhalten ganz klar zu beschreiben. Das geht meistens mit so einer Wenn-Dann-Beschreibung des Marktes. So, und wenn man eine Hypothese über den Markt eben aufstellt, dann kann man an diesen Markt rangehen und kann sich eine Stichprobe auch rausnehmen, wo also dieses Marktverhalten, was man irgendwie untersuchen möchte, auch eintritt und kann dann wirklich empirisch, das heißt mit einer ja, begrenzten Stichprobe prüfen, ob diese Hypothese denn wirklich zutrifft. So, das ist natürlich kein endgültiger Beweis, denn wir müssen immer mit Stichproben arbeiten, denn in der Regel kann niemand alles, das gesamte Marktgeschehen komplett, also Stichprobe von 100, sozusagen von 100% erreichen. Aber wenn man eine ausreichend große Stichprobe anwendet, kann man schon mal relativ gut darüber aussagen, ob eine Hypothese, oder kann man gut aussagen, ob eine Hypothese am Ende des Tages auch auf einem Markt zutrifft. Gucken wir uns mal so ein paar Beispiele an. Und ich gehe jetzt mal in einen Bereich, den wir alle kennen, das ist das Wetter. Und ich habe schon gehört, in München gab es heute Schnee, wie in Hamburg. Und vielleicht noch mal kurz den Schwenk hier auf die Elbe zu sehen. Wir haben heute Sonne, Wolken im Mix, ein ganz tolles Wetter heute, von Schnee weit und breit. Wirklich kein Fünkchen hier zu sehen. Und gehen wir mal rein. Der Klassiker beim Wetter ist ja eigentlich diese Bauernregel. Ja, wenn der Hahn kräht auf dem Mist, dann ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist. Ja, mit so einer Hypothese oder mit so einer Aussage kann man natürlich relativ wenig anfangen im Handel, denn ja, da sagt ja so viel aus, egal ob das jetzt Wetter, ob der Hahn kräht, wenn der Hahn kräht, ist egal, also ändert sich es oder ändert sich es nicht. Damit kann man, glaube ich, 100% Trefferquote erreichen. Das ist ja noch besser als unsere Eröffnungsstrategie. Ich glaube, damit kann man nichts anfangen. Das ist dann irgendwie so ähnlich wie ob long, ob short, das Geld ist fort. Und diese Art von Hypothese können wir also nicht so richtig verwenden, weil sie eigentlich immer stimmt. Zumindest die linke. Aber es gibt andere. Und an diesem Wetterbeispiel kann man sehr schön zeigen, wie man also an Hypothesen rangehen kann, über das Wetter zum Beispiel. Hier gibt es also eine Hypothese über das Wetter im Winter oder über die klimatischen Verhältnisse im Winter. Und die Hypothese, die ist eben hier, die es eben gibt, die man also beobachtet hat. Man sieht, diese Bauernregel ist schon ein bisschen älter, man merkt schon an der Sprache. Ist bis zum Dreikönigstag kein Winter, so kommt auch keiner, das habe ich hinzugefügt, im Sinne kein Strenger mehr dahinter. Und diese Bauernregel hat man also genommen, hat sie auf die Wetteraufzeichnungen, zumindest soweit sie denn existieren, aus der Vergangenheit angewendet, hat einfach mal geschaut, wie kann ich denn diese Bauernregel in eine Hypothese verwandeln, sodass sie halt wirklich auch zutrifft. Mit den gemessenen Daten empirisch, denn wir haben das Wetter natürlich nicht bis ja, weit vor Christi irgendwie aufgezeichnet. Aber man kann halt wirklich, wenn man das mal umdeutet, so umschreibt, halt wirklich als Hypothese formulieren. Und hier sagt, da sagt letztlich Folgendes aus:
in der Dezember, also im Dezember die Tage bis zum 6. Januar zu warm sind, also wärmer als der mehrjährige Durchschnitt, dann bleibt in 70% der Fälle der Januar und 60% der Fälle der Februar zu warm. Ja, das ist eine ganz klare Hypothese und diese Hypothese hat man auch aufgrund der Wetteraufzeichnung bestätigt. Das ist also eine empirisch bewährte Hypothese. Man kann also schlussfolgern, wenn sozusagen der Winter im Dezember bis zum 6. Januar zu warm ist, dann wird wohl auch der Januar und der Februar zu warm sein. Das eben in 70 bzw. respektive 60% der Fälle. So, diese Hypothese beschreibt also eigentlich so eine gewisse, so einen gewissen Effekt, den man eigentlich auch im Markt sehen kann. Ja, also wenn das Wetter, was ja ein bisschen träge ist, was ja auch klimatisch ein bisschen zusammenhängt mit dem, was immer davor passiert ist, wenn das Wetter also im Januar, Entschuldigung, im Dezember zu warm war, also das Momentum sozusagen, die Wärme, das Wärmemomentum im Dezember zu groß ist, dann wird eben auch der Januar, Februar zu warm sein. Das beschreibt eben so einen Markteffekt. Also eine Schlagseite, die auch der Markt bekommen kann. Zum Beispiel, wenn der Dezember eine zu warme Schlagseite bekommt, dann wird es eben auch der Januar oder Februar bekommen. Und dieses Momentum kann man letztlich in eine Hypothese fassen. Das ist diese Hypothese, die da oben steht. Und entsprechend kann man daraus einen Nutzen ziehen. Wenn wen interessiert so eine Beobachtung? Ich denke, ist völlig klar. Jeden Landwirt interessiert das. Jeder, der irgendwas in der Natur draußen machen muss, interessiert das. Und ich glaube, der ein oder andere von euch kann das auch eventuell wahrnehmen. Wenn der Winter bis im Januar relativ mild war, dann ist es, man bleibt es auch meistens dabei. Klar kann er dann trotzdem nochmal zurückkommen und es gibt nochmal ein bisschen ja, kühlere Tage, aber im Großen und Ganzen bleibt der ganze Winter dann eigentlich viel zu schwach und ist gar kein richtiger Winter. Man kann also durch eine Beobachtung und durch eine Beschreibung einer Hypothese eine gewisse, zumindest mit einer gewissen Sicherheit, eine Vorausschau machen für weitere Effekte. Und das lässt sich auch auf den Aktienmarkt oder auf den Markt des DAX oder was auch immer übertragen. So. Und von diesem einfachen Beispiel des Wetters möchte ich jetzt nochmal zu kommen, wie kann man denn eigentlich jetzt nicht am Beispiel vom Wetter, sondern am Beispiel vom Markt eine Tradingstrategie entwickeln? So, gehen wir also einmal rein. Wie geht man praktisch vor, wenn man eine Trading-Strategie entwickeln möchte? Also als erstes steht immer, und das haben wir gerade eben gesehen, ich muss eine Grundidee haben oder ich muss eine Hypothese identifizieren und formulieren. So, und am besten ist das immer, wenn man irgendeinen Effekt, der im Markt da ist und der vielleicht nicht nur aus den Kursen entsteht, sondern der vielleicht sogar fundamentaler in der Natur ist, den muss ich irgendwie identifizieren und muss das Ganze formulieren. Also in der Regel ist es halt mit diesem Wenn-Dann. Also zum Beispiel hatten wir vorhin die Anekdote, naja, wenn der Kurs über dem Pivot eröffnet, also über einem gewissen Marktpunkt, einem gewissen Preispunkt, der sich aus den Vortageskursen berechnet, dann ist das ein starkes Zeichen. Dann ist der Markt also eher bullisch. So, und es ist ja schön, dass ich das so feststelle und auch so formulieren kann. Das reicht aber noch nicht aus, um eine richtige Hypothese zu sein, sondern ich müsste das Ganze natürlich deutlich konkreter formulieren. Ein Beispiel wäre, dass ich sage, wenn der Markt über den Pivotpunkt um 9 Uhr mit einem gewissen Abstand steht, dann handle ich den DAX oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann ich den DAX dann long handeln und am Abend schließen und ich werde zu so und so viel Prozent einen Treffer erreichen. Das wäre eine ganz klare Hypothese, mit der ich an den Markt gehen kann und die ich dann auch wirklich mit Daten überprüfen kann, ob das dann so stimmt, was ich da erzähle. Also am erstes, ich muss immer eine ganz klare Hypothese formulieren und die darf halt nicht so ein bisschen wolkig, flauschig und dann nochmal eine Nebenabbedingung nochmal sein, sondern die muss halt relativ klar formuliert sein. Das heißt, aus diesem Hypothese kann man eine Trading-Strategie abstrahieren. Da zeige ich euch auch gleich mal, in welcher Logik man das machen kann, also mit welchem, mit so einer Art Template, wie man das zusammen, wie man das formulieren kann. Und im nächsten Schritt macht man in der Regel einen einfachen Chartcheck. Das heißt, ich gehe in mein Chartprogramm rein und prüfe einfach mal so mit 50
ja, Signalen, also 50 Mal, wo diese Hypothese zutrifft, also meine Bedingungen erfüllt sind, passt das denn überhaupt? Also habe ich überhaupt, kann ich diese Hypothese überhaupt anwenden auf meinen Chart? Kann ich denn überhaupt das, was ich denn da sozusagen, was meine Entscheidung beeinflussen soll, kann ich das überhaupt im Chart sauber messen? Kann ich das finden? Und ich kriege natürlich auch so ein erstes Gefühl dafür, funktioniert das überhaupt? Ja, man kann darauf diese ersten Ergebnisse einfach mal bewerten und kann dann weitergehen, diese Strategie noch ein bisschen zu adaptieren, zu verfeinern. Vielleicht fehlt mir noch, ja, was ist denn, wenn ich vorher schon, der Markt läuft 1000 Punkte nach oben, vielleicht habe ich noch so ein Zusatzkriterium, wann ich vielleicht schon eher rausgehe aus so einem Markt. Vielleicht muss ich gewisse Einschränkungen treffen, was Feiertage angeht oder Wochentage. Ja, also kann also aus diesen ersten Sachen, die ich beobachte, vielleicht schon so eine die Strategie verfeinern oder diese Hypothese klarer formulieren. Ja, desto mehr Klarheit ich reinbringe, desto klarer kann ich später auch prüfen, ob meine Hypothese eben entsprechend stimmt. So, und dann kann man weitergehen und das ist dann, wird dann immer komplizierter, wenn man so eine Strategie eben wirklich auf Herz und Nieren prüfen möchte, dass man so einen richtigen Backtest macht. Backtest ist ein ganz eigenes Thema und dafür könnte man auch nochmal hier in 2 Stunden lang sprechen. Deswegen gehen wir da heute nicht in der Tiefe rein, aber ein Backtest bedeutet letztlich nichts anderes, dass man in der Vergangenheit schaut, wie hätte meine Hypothese denn am Markt sozusagen, wie gut hätte die funktioniert. Und wenn man das macht, dann ist völlig klar, das, was in der Vergangenheit gewesen ist, muss nicht unbedingt in der Zukunft auch weiterhin so funktionieren. Und deswegen ist es immer gut, wenn man vorher seine Hypothese möglichst festzieht und nicht dann erst mit dem Backtest zusammen immer so weit weiter anpasst, bis es dann passt in der Vergangenheit. Da sagt dann meistens nämlich noch weniger darüber aus, was in der Zukunft passiert. Man kann die Ergebnisse dann bewerten, die ganze Strategie eben weiter anpassen. Und dann macht man in der Regel Vorwärtstests. Das heißt, man handelt seine Strategie, möglichst erstmal vielleicht eher auf nicht richtigen Geld, sondern auf Demo-Geld vorwärts und kommt so natürlich in die Lage, das noch besser zu bewerten, welche Schwierigkeiten treten vielleicht beim Handel auf und so weiter. Und dann kann ich die Strategie eben noch weiter optimieren. So, und es ist sicherlich schon klar, dass so die ersten Schritte da ganz oben, also diese ersten Schritte hier so von 1 bis 4, die kann man noch relativ einfach mal so machen. Aber desto mehr man in diese Backtesten, Bewertung der Ergebnisse, Vorwärtstest reingeht, desto aufwendiger ist das und eine Optimierung der Strategie kann teilweise eben sehr lange dauern, beziehungsweise endet vielleicht auch nie, weil man sich immer wieder Marktgegebenheiten anpassen muss. Und heute wollen wir mal in so ein paar Sachen reingehen, nicht in alle Aspekte von so einer Strategieentwicklung, aber einfach mal in so ein paar Aspekte, die die Grundlage auch schaffen, um eine Strategie zu entwickeln. Und dann eben auch mal eine Strategie, ja, im Vorwärtstest mal die Ergebnisse teilen. Das machen wir heute relativ zum Schluss dieser Vorstellung hier. So, erster Punkt ist ja die Grundidee, die Hypothese zu identifizieren und auch zu formulieren. Und da gibt es am Markt sehr viele Möglichkeiten, wo man so eine initiale Idee bekommen kann, um eine Hypothese über den Markt zu finden. Der Vorteil ist bei uns im Traders Club, wir haben schon sehr viele Strategien entwickelt. Das heißt, wir kennen schon sehr viele mögliche Markteffekte, die man auch nutzen kann für sich. Wenn man komplett blank auf den Markt drauf guckt und sagt, ich will jetzt mit Traden anfangen und möchte jetzt eine Strategie entwickeln, wird man sicherlich eine Weile brauchen, um wirklich Effekte zu finden, die man nutzen kann, die also nicht alltäglich sind, die auch nicht nur rein zufällig sind, sondern die wirklich einen Vorteil am Ende des Tages bringen. Aber hier sind mal so ein paar Beispiele. Also der Klassiker ist so, sind so diese Trendfolgesysteme. Das heißt, solange man versucht, starke Trends zu finden und entsprechend einen Trendeffekt irgendwie auszunutzen. Zyklische Effekte. Ich denke, da hat jeder schon mal von dem Börsenweisheit gehört, sell in May and go away. Also man soll im Markt möglichst sich aus dem Markt im Mai zurückziehen und dann später im Jahr wieder sich wieder einkaufen. Das sagt also, dass es irgendeinen zyklischen Effekt gibt, dass Aktien wohl im Mai dann langsam abverkauft werden. Wenn dem denn so ist, dann ist das eventuell eine Hypothese, auf der man aufbauen kann. Es gibt ansonsten nur Umkehrmuster, das sind charttechnische Muster. Es gibt Korrelationen zwischen verschiedenen Märkten, die man nutzen kann und so weiter. Es gibt auch Breakout-Strategien, die wir sehr gerne nutzen im Traders Club, wo es also um Ausbruch aus dem Markt gibt. Letztlich braucht man einen Markteffekt, den man beobachtet hat oder beobachten kann, den man dann in eine konkrete Hypothese verwandelt und eben entsprechend auch aufschreibt. So, gehen wir weiter. Die Frage, die man sich dabei immer stellen sollte, ist,
Ja, welchen grundsätzlichen fundamentalen Effekt kann ich denn eigentlich nutzen? Also ich mache mal ein Beispiel. In unseren Strategien, zum Beispiel in diesem Breakout-Trading, im Box-Trading, nutzen wir den fundamentalen Effekt, dass der DAX über den Tag hinweg eine gewisse Bewegungsspanne hat. Zum Beispiel 120 Punkte, 160 Punkte jetzt mittlerweile auf diesem Preislevel. Und diesen fundamentalen Effekt wollen wir für unser Trading nutzen. Das heißt, wenn es uns egal ist, in welche Richtung der Markt sich bewegt, Hauptsache er bewegt sich, dann habe ich zumindest einen Effekt, den ich nutzen kann. Ob ich das gut mache oder schlecht mache, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber ich habe erstmal einen Markteffekt, den ich nutzen kann. Genauso, wenn ich weiß, dass der Kurs sich über den Tag hinweg vom Eröffnungskurs wegbewegen wird, dann habe ich einen fundamentalen Effekt, den ich nutzen kann. Und man muss diesen fundamentalen Effekt, diese Hypothese, diese Wenn-Dann-Hypothese, die muss man sich ganz konkret aufschreiben, um sie dann eben auch weiter durch den Prozess einer Strategieentwicklung zu führen. So, und wie sieht es dann ganz konkret aus? Man schreibt also hier diese Idee, die Hypothese einmal auf und dann hat man hier so eine Vorlage. Da muss man verschiedene Sachen für sich ganz klar formulieren. Das machen wir danach gleich mal an einem Beispiel. Als erstes muss ganz klar sein, wann steige ich denn eigentlich in den Markt ein? Und da müssen ganz gewisse Kriterien erfüllt sein. Und wir kommen nachher zu einer Tagesstrategie, die eben auf Tageskerzen aufbaut. Und dann ist natürlich klar, dass dafür gewisse Messparameter aus dem Markt erfüllt sein müssen. Und diese Parameter muss ich eben ganz klar formulieren. So, zum Beispiel geht es darum, zu sagen, mit welchem Handelsinstrument mache ich das überhaupt? Und meistens ist es so eine Kombination aus verschiedenen Filtern, vielleicht aus verschiedenen Indikatoren, Zeitpunkten. Und diese ganzen Filter und diese ganzen Korrelationen oder was auch immer ich dann nutze, muss ich ganz konkret aufschreiben, damit ich am Ende ein ganz klares Regelwerk habe, wann steige ich denn eigentlich in den Markt ein. Es gibt vielleicht auch ein Ausschlusskriterium, wann handle ich nicht? Klassiker wären Feiertage oder gewisse Wochentage oder wenn gewisse Wirtschaftsdaten rauskommen und so weiter. Es gibt also auch Kriterien, wann man nicht handelt und die sollte man sich auch ganz klar festhalten. Dann gibt es neben dem Einstiegskriterium, was ja auf Nummer 1 steht, ein Ausstiegskriterium. Also wann genau, und auch das sollte man ganz genau formulieren, steigt man denn aus dem Markt aus? Ist es eine gewisse Bewegung, die gemacht wird, wenn sozusagen der Profit erreicht ist, wenn ein natürlich auch auf der Gegenseite, wenn ein gewisser Stop-Loss erreicht ist, wenn ich also aussteigen muss und so weiter. Es kann also eine Kombination aus Zeitpunkten, einem Preispunkt sein, was auch immer. Aber auch das muss ganz klar festgehalten sein. Und zum Schluss muss man auch das Order-Modell ganz klar festhalten. Also gehe ich direkt mit per Market Order in den Markt, wenn das Signal kommt, oder setze ich Limit oder Stop Orders. Ganz klar muss geregelt sein, mit welcher Positionsgröße gehe ich denn eigentlich in den Markt. Und gibt es irgendein Stop-Out-Kriterium? Also gibt es irgendetwas, was bestimmt, wann ich aus dem Markt rausgehe? Also nicht nur wann, sondern auch zu welchen Konditionen. Also was muss erfüllt sein, damit das Ganze eben auch rausgeht. Und wenn ich diese vier Punkte ganz klar beschreibe, habe ich eine komplette Trading-Strategie beschrieben. Wenn es irgendwas gibt, was sich nicht in diesen vier Punkten wiederfindet, dann stimmt was nicht. Dann habe ich keine Strategie wirklich auf den Punkt mit einem ganz klaren Regelwerk formuliert. Ich brauche auf alle Fälle also diese vier Punkte, die beschrieben sein müssen, um eine Trading-Strategie ganz klar zu formulieren. Und das Ganze möchte ich jetzt einmal an einem Beispiel machen. Und das mache ich an der sogenannten Tagesstrategie Pro, die wir bei uns im Traders Club jeden Morgen auch handeln, die also auf Tageskerzen läuft, also auf Tageskerzen bestimmt wird diese Strategie und das eben wegen eben sich auch eignet für Menschen, die jetzt nicht den ganzen Tag vorm Rechner sitzen müssen, weil man eben nur einmal am Tag circa 5 Minuten braucht, um das Ganze eben umzusetzen. So. Und damit man nochmal vielleicht ein bisschen versteht, welcher fundamentale Effekt oder welches Marktverhalten eigentlich hinter der Tagesstrategie steckt, habe ich mal ein Bild mitgebracht. Das ist das Bild von diesen Fischen. So, und man kann sich jetzt vorstellen, dieser Fischschwarm, der bewegt sich so durch den Ozean und man sieht die einzelnen Fische, die wir jetzt mal so uns vorstellen, das wären jetzt die Marktteilnehmer, die schwimmen alle so in eine Richtung. Und jetzt durch irgendeinen Effekt, und ich kann gar nicht genau sagen, was es nun ist, aber im übertragenen Sinne, zum Beispiel in diesem Meer jetzt, kann man sich ja vorstellen, zum Beispiel gibt es ein Hindernis im Meer oder
Raubfisch oder irgendetwas, was dazu führt, dass die ersten Marktteilnehmer sagen, in die Richtung schwimme ich nicht weiter, ich biege hier ab. Und wenn der ein oder andere Fisch das sagt und oder für sich so denkt und abbiegt, dann kann man sich vielleicht vorstellen, na, das wird den Schwarm erstmal nicht groß interessieren. Aber wenn dann mehr und mehr von diesen Fischen diese Richtungswechsel einfach machen, dann kommt irgendwann so eine Bewegung rein, das nennt man Herdenverhalten oder auch im Behavioral Finance Modell eben dieses Herdenverhalten ist das ziemlich gut beschrieben. Das zeigt also letztlich an, dass ab einem gewissen Punkt in diesem Schwarm das Ganze kippt und dieser ganze Schwarm dann einfach woanders hin schwimmt. So, das habe ich nochmal so als kleines Video, als kleine Animation mitgebracht. Hier haben wir so ein paar Fische, die schwimmen jetzt hier so über den Meeresboden, relativ langsam. Und dann kommt plötzlich so ein anderer Fisch hier vorbei. Das interessiert die Fische noch nicht sehr stark. Aber dann kommt so ein Punkt, dann beginnen die ersten sich gerade so ein bisschen zu drehen, sieht man hier. Und dann plötzlich drehen sich alle und es gibt richtig viel Bewegung in die andere Richtung. Und genau diesen massenpsychologischen Effekt, dass wenn so dieses Kippen über einen gewissen Punkt hinaus, wenn der Markt also an einem gewissen Punkt dreht und dann immer mehr Marktteilnehmer hinterher springen, dieses Momentum, dieses Umkehrmomentum, das wollen wir uns bei der Tagesstrategie zunutze machen. Und da sagt letztlich nichts anderes aus, wenn der Markt lange in eine Richtung geht. Das ist die Hypothese dieser Strategie. Wenn der Markt nach einer langen Auf- oder Abwärtsstrecke ein ganz klares Umkehrmomentum zeigt. Also wenn der Fischschwarm lange in eine Richtung geschwommen ist und dann so die ersten Zweifeln und Umdrehen, genau in diesem Moment, wo dieses Momentum sich voll entwickelt, also diese Umkehr maximal ist, dann springen wir auf den Zug auf und schwimmen mit dem Schwarm ein bisschen mit. Das ist das, was wir bei der Tagesstrategie machen wollen. Und wie sieht das jetzt im Chart aus? Jetzt müssen wir gedanklich einen Sprung machen von Fischschwärmen hin zu Charts und Preisen. Und ich hoffe, dass dieses Bild für euch so gut funktioniert. Und ich mache hier einmal die Metathreader auf, damit wir uns das einmal zusammen genau anschauen können. Also, die grundlegende Hypothese ist, dass der Markt nach einer langen Aufwärtsbewegung ein Umkehrmomentum entwickelt. Gucken wir also einmal in so einen Markt rein. Ich nehme jetzt mal hier den US-Tech. Ich nehme noch die alten Linien raus von heute Morgen. Hoppala. So, jetzt gucken wir uns mal den US-Technologie-Index an. Und was man hier, glaube ich, sehr unschwer erkennen kann, ist, dass sich dieser Markt lange in eine Richtung bewegt hat, nämlich ganz stark aufwärts. Ja, also von hier unten die ganze Strecke immer höher und höher und höher und höher und höher. Und das ist sozusagen die erste Regel auch dieser Strategie. Wenn ich diese Regel aufschreiben müsste, was ist mein Einstiegskriterium? Ich muss als erstes, wenn ihr euch das erinnert, was man alles aufschreiben muss, als erstes suchen wir eine lange Aufwärts- oder Abwärtsbewegung im Markt. Und ich glaube, jeder kann in diesem Chart, wenn das hier die Preise, die Kerzen, diese Preise des Marktes ausmachen, kann jeder erkennen, dass dieser Markt sehr lange in einer Aufwärtsbewegung war. So, und dann haben wir ein zweites Kriterium, das zeigt uns diese Sonne an. Diese Sonne ist ein möglicher Umkehrpunkt, markiert nichts anderes als das letzte Hoch oder Tief in dem Fall. Hier unten haben wir oben eben das letzte Hoch, in dem Fall mit einer roten Sonne, dass er also ein möglicher Umkehrpunkt ist. So. Und diese Marktteilnehmer, die laufen und laufen immer höher und höher und höher und höher. Und irgendwann kommt der Punkt, dann werden die ersten skeptisch. Rein massenpsychologisch, Mensch, das ist aber schon ganz schön weit gelaufen und weit gelaufen, weit gelaufen. Was auch immer diese Herde woanders hin treibt, ob das jetzt eine neue News ist in den Nachrichten, ob das jetzt wieder übertragen auf den Fischschwarm der Schatten eines Hais ist oder wirklich der Hai oder einfach nur irgendwas, was im Wasser vor sich geht. Völlig egal, aber diese Herde schwimmt und schwimmt, aber wird langsam skeptisch und dann fangen an, die Ersten umzudrehen. Das ist also hier so zu sehen. Hier fangen so die Ersten umzudrehen. Das ist noch nicht der Grund, warum wir dann short in so einen Markt einsteigen, sondern es müssen weitere Kriterien eben erfüllt sein, denn wir wollen dieses Umkehrmomentum genau dann erwischen, wenn es wirklich diesen Schnapper, diese Umkehr gibt. Und dafür gibt es eben weitere Kriterien. Wir brauchen zum Beispiel eine ganz klar ausgeprägte Kerze. Also eine lange Bewegungskerze. Ich zeichne mal eine ein hier, die eine schöne lange Bewegungskerze ist. Zum Beispiel diese hier. Wir brauchen also
ein Beweis dafür, dass das nicht nur eine Eintagsfliege ist, wo also ein paar Fische so ein bisschen in eine andere Richtung wollen, sondern dass das richtig mit Schwung in eine neue Richtung gehen soll. So, und haben wir hier so eine lange Kerze. Und der letzte Beweis dafür, dass dann sozusagen dieses Umkehrmomentum groß genug ist, wird dann angezeigt, wenn diese Kerze unterhalb von den sogenannten Marktpreisbändern schließt, die also so in hellbraun hier durchlaufen. Das sind gleitende Durchschnitte der Hochs und Tiefs. Und wenn der Kurs darunter schließt, genau dann haben wir ein entsprechendes Signal. Und das ist, dieses Signal ist schon ein paar Tage alt. Wir haben also die Aufwärtsstrecke gehabt, wir haben diese Umkehr gehabt. Und genau in diesem Moment, wo das Momentum am größten ist, sagen wir als Traders Club, dann haben wir ein Short-Signal. Und genau an dieser Stelle konnten wir und haben auch den Markt in der Tagesstrategie short gehandelt. Man handelt also nicht hier irgendwo, sondern immer erst, wenn alle Kriterien erfüllt sind für diese Strategie. Um das nochmal zusammenzufassen, es gibt also verschiedene Kriterien, die hier also stehen, und die kann man eben in dieses Schema, was ich vorher gezeigt habe, auch ganz klar einordnen. Es müssen gewisse Kerzen sein, die entsprechend groß und lang und ausgeprägt sind, also auch Stärke ausdrücken in eine gewisse Richtung. Wir müssen eine Barriere haben, die also das letzte Hoch oder letzte Tief, was eben auch angezeigt wird. Und wir müssen einen Kerzenschluss oberhalb oder unterhalb, in dem Fall für ein Short-Signal, in den Bändern haben. Und dann platzieren wir einen Trade. Dann handeln wir letztlich am Markt. So, und wenn man das eben einführt in dieses Schema, das ist jetzt erstmal das Schema dieser Tagesstrategie, was eben jetzt hier eingetragen ist, dann habe ich ein komplettes Regelwerk, was ich täglich anwenden kann und was mir hilft, letztlich auch am Markt zu prüfen, ob das, was ich hier gerade erzähle mit diesem Fischschwarm und mit diesem marktpsychologischen Verhalten, ob das auch wirklich so der Fall ist. Denn ich kann das natürlich viel erzählen. Aber am Ende des Tages muss es natürlich auch einen statistischen Vorteil haben, damit es am Ende auch funktioniert. Und da kommen wir gleich drauf. Also, ich fasse nochmal zusammen. Trading am Markt ist letztlich, oder Trading ist letztlich Handel am Markt mit einer Strategie und einem statistischen Vorteil. Die Strategie habe ich gerade gezeigt. Da können wir erstmal einen Haken dran machen. Gibt es verschiedene Indikatoren, das kann auch jeder mal testen. Wir haben hier auch so einen Barcode da oben rechts, glaube ich, auf der Folie. Da kann man sich genau die Strategie, die ich gerade gezeigt habe, mal selber runterladen und das mal für sich prüfen, auf eine Aktie anwenden, auf einen Index anwenden, auf Gold anwenden, auf ein Währungspaar, was auch immer. Das ist eine Strategie, da kann man einen Haken dran machen. Jetzt sage ich aber, ja gut, die hat aber auch einen statistischen Vorteil. Aber gibt es den jetzt wirklich? Also ich mache da jetzt mal ein Fragezeichen dran, denn das möchte ich euch heute hier auch noch ganz klar herleiten, dass es diesen statistischen Vorteil in dieser Tagesstrategie gibt. Und damit wir das tun können, um die Spannung hier auch heute bei diesem Vortrag noch ein bisschen aufrechtzuerhalten, müssen wir einen kleinen Exkurs machen, wieder zurück ins Glücksspiel, einen kleinen Exkurs machen zum Thema Zufall. Und ich muss kurz was trinken, meine Stimme wird sonst irgendwann heute versagen. Genau, also das Prinzip vom Zufall. Und ich möchte mit euch ein Gedankenexperiment machen. Wir haben ja heute Freitag, am schönen Nachmittag. Der eine oder andere hat vielleicht schon einen Kaffee sich geholt für diesen Vortrag. Und damit jetzt die Gedanken einmal so ein bisschen entspannen können, ich habe gehört, in München wird auch gern Fußball gespielt, machen wir ein Gedankenexperiment auf einem Fußballfeld. Und ich möchte euch daran zeigen, was Trading und Glücksspiel letztlich miteinander zu tun haben, wo sie sich doch sehr ähnlich sind und wo sie sich aber auch ganz stark unterscheiden. Stellt euch also vor, wir sind in München, der FC Bayern steht auf dem Fußballfeld mit 15 Fußballspielern und ihr dürft auch mit dabei sein, also ihr habt noch ein paar Kumpels mitgenommen und steht auch auf diesem Fußballfeld und ihr steht auf der Mittellinie, also es gibt ja hier so eine Mittellinie, Fußballfeld, ich habe gehört, von daher ist da auch der Abstoß, ich bin jetzt nicht so der Fußballkenner. Und ihr dürft Folgendes machen, jeder hat eine Münze und immer wenn ihr bei jeder Runde, wo ihr die Münze werft, dürft ihr einen Schritt nach vorne oder einen zurückgehen. Also Kopf wäre zum Beispiel einen zurück und Zahl die 1, ihr dürft einen Schritt nach vorne machen und das ist das Spiel. Relativ einfach und simpel,
Wir gehen jetzt alle mal auf die Startposition. Jeder darf sich auch gerne eine Farbe aussuchen. Ich bin jetzt mal hellblau. Ich weiß gar nicht, was das jetzt gerade bedeutet, aber nehmen wir an, das ist das Fußballfeld und ihr steht in Startposition und jetzt darf in jeder Runde darf einmal eine Münze geworfen werden und je nachdem, was rauskommt, geht man einen Schritt nach vorne oder einen Schritt zurück. Jetzt spielen wir das mal durch. Wir gehen also jetzt hier in Startposition und es kommt die erste Runde und die ersten Runden und dann sehen wir, dass jetzt hier zum Beispiel rot, ich glaube FC Bayern hat auch mal rote Trikots gehabt, geht hier nach vorne in Führung, gelb zieht ein bisschen nach, ist glaube ich Dortmund oder sowas, wie auch immer, auf alle Fälle. Die ersten Runden laufen also, immer wenn man einen Kopf würfelt, geht man einen Schritt zurück. Immer wenn man eine Zahl würfelt, geht man ein bisschen nach hinten. Oh, und Günther sagt schon, nicht der Abstoß, sondern der Anstoß. Oh, wie konnte ich das nur? Also wir machen Anstoß, Runde 20. 20 Mal wurde die Münze geworfen und die ersten laufen nach vorwärts, die anderen laufen rückwärts. Und so geht das weiter. Beginnt in Runde 40. Rot geht hier weiter in Führung, Dortmund etwa weiter hinterher. Blau ist, glaube ich, der HSV ist hier abgeschlagen. Das spiegelt ja auch ungefähr das Tabellenbild wieder, wenn ich das jetzt so richtig wiedergeben kann. Aber jetzt ändert sich das ein bisschen. In Runde 60 kommt Gelb hier wieder ein bisschen zurück. Hellblau ist aber weiter relativ abgeschlagen. FC Bayern ganz weit vorne. Und jetzt kommt Orangenspiel. Ich weiß gar nicht, gibt es eine orange Mannschaft in der Bundesliga? Ich habe keine Ahnung. Die Holländer, Carlos von hier drüben sagt gerade die Holländer. Ich weiß gar nicht, ob die in der Bundesliga spielen dürfen. Ihr seht schon, unsere Kompetenzen liegen eher im Trading als im Fußball. Auf alle Fälle in Runde 100 sieht das Spiel eben so aus und man sieht, jetzt ist Orange also ganz weit vorn. Rot am Platz 2 und Gelb hier so ein bisschen abgeschlagen. Bei Blau sieht es ganz duster aus. So, ihr seht also, dieses Gedankenexperiment ist jetzt hier durchgelaufen und das Ganze kann man in der kann man auch als, im Englischen wird das als Random Walk, also als zufälliger Lauf bezeichnet. Und wenn man das jetzt mal hier so durchspielt und wir jetzt jede einzelne Linie einfach als einen dieser Spieler sehen, dann werden sich einige von der Mitte hier auch von der 0 nach oben bewegen, andere nach unten. Und am Ende des Tages hat man so eine schöne Verteilung rund um die 0 herum. Das heißt, die einen sind nach vorne gelaufen, die anderen sind nach hinten gelaufen. Unterm Strich nach 100 Durchläufen sieht so das Bild aus. Und jetzt die Frage an euch. Hat denn jetzt der Gewinner, ist der Gewinner-Fußballspieler jetzt der Beste? Also ist jetzt hier Orange, wer auch immer Orange ist, hat er besonders gut gespielt? Wie seht ihr das? Sagt nein. So ist es. Warum ist das so? Genau, das war einfach nur Glück und nur Zufall. Das heißt, es gibt überhaupt gar keinen Grund, den orangen Spieler jetzt hier besonders zu loben, denn er hat auch nichts anderes gemacht als alle anderen. Nämlich einfach nur eine Münze geworfen. Und es ist alles Zufall. Ja, und Karin sagt sogar, er muss Tore schießen. Ja, stimmt. Hier nur nach vorne zu stürmen, bringt gar nichts. Am Ende muss man Tore schießen, um zu gewinnen. Nur laufen hilft nicht. So ähnlich ist es vielleicht wie beim Trading. Nur mitzutraden hilft nichts. Man muss dann auch den Gewinn realisieren. Aber egal. Kommen wir zurück. Also, derjenige, der jetzt hier der Erste oder in Anführungsstrichen der Beste ist, ja, hat jetzt nicht wirklich eine gute Spielstrategie. Welche Strategie denn auch, wenn man einfach nur eine Münze wirft? Und deswegen ist es auch so, wenn euch jemand mal irgendwie eine Performance-Kurve im Trading oder euch sagt, hey, es gibt, ich habe einen ganz heißen Tipp, ich habe ein System gefunden, wie man Lottozahlen voraussagen kann oder irgendwas und dann vielleicht zufällig auch richtig liegt ein paar Mal, das ist kein Beweis dafür, dass er in irgendeiner Art und Weise wirklich eine Strategie hat. Denn wer möchte mir bitte schön erklären, was die Strategie hinter einem Münzwurf ist? Da gibt es natürlich keine Strategie, das ist reines Glück. Also der Erste oder Beste zu sein, ist kein Beweis für eine gute Spielstrategie. Und das gilt auch fürs Training. Wenn euch jemand eine positive Performance-Kurve zeigt, heißt das nicht, dass er besonders gut tradet. So, gehen wir weiter. Kennt ihr denn das? Ich denke, jeder hat das schon mal gesehen. Ich glaube, München hat da auch so die ein oder andere Straße mit drin. Monopoly sollte fast jedem ein Begriff sein und Monopoly ist unser
unter Spielern, die auch sich Strategiespieler nennen, eigentlich ein sehr, so ein Spiel, das ist so eher langweilig. Warum ist es langweilig? Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gemerkt. Das ist ein super Spiel, kann man so mit Kindern auch spielen, alles gut, aber die Herausforderungen, die strategischen Herausforderungen an dieses Spiel sind doch relativ gering. Warum ist das so? Wer das schon mal beobachtet hat, im Wesentlichen geht es ja bei Monopoly darum, dass man, wenn man würfelt, auf irgendeine Straße kommt, da Häuser baut und so weiter. Und wer das schon mal gespielt hat, der weiß auch, naja, im Wesentlichen kommt es darauf an, wie man so in den ersten Runden würfelt. Ja, und das ist relativ natürlich zufällig. Also wer wirklich keine gezinkten Würfel hat, würfelt natürlich relativ zufällig. Und im Wesentlichen hängt es sozusagen nur davon ab, welche Zahlen ich würfle, um welche Straßen ich dann bekomme, die ich dann kaufen kann. Und das bestimmt im Wesentlichen auch höchstwahrscheinlich, wer am Ende das Spiel gewinnt. Ja, also man hat relativ wenig strategischen Einfluss auf dieses Spiel. Natürlich kann man im Nachschau sagen, ja, hätte ich mal da lieber gekauft eher oder hätte ich da eher gebaut, weil dann später jemand auch wieder zufällig über Würfeln darauf gekommen ist. Aber die strategischen Herausforderungen dieses Spiels sind doch sehr begrenzt, denn letztlich hängt fast alles bei diesem Spiel vom Zufall ab, zumindest wenn man sich an die Regeln hält. Und immer wenn das so der Fall ist, dann gibt es eigentlich jemand, der von sich sagt, er ist ein guter Monopoly-Spieler. Der ist nichts anderes als jemand, der eben einfach bis jetzt immer ziemlich viel Glück gehabt hat beim Monopoly-Spielen. Denn es gibt beim Monopoly wirklich so gut wie gar keine Strategie. Und wenn jemand eine hat, kann er sich gern bei mir melden, kriegt dann einen kostenlosen Gastzugang. So. Aber es gibt andere Spiele. Zum Beispiel gibt es Schachspieler oder es gibt auch so Strategiespiele wie Siedler von Catan und solche Sachen. Da kommt es eben darauf an, dass man eine gute Strategie hat. Und Strategie bedeutet ganz oft, dass man sich auf verschiedene Situationen einstellen kann. Zum Beispiel auf die Strategien der anderen, dass man sich darauf einstellen kann mit verschiedenen Startparametern. Ja, also bei Siedler von Catan, wer das kennt, hat man verschiedene Rohstoffe, wie man sich dann bauen kann. Und dann kann man verschiedene Strategien eben fahren. Da kommt es dann halt schon drauf an. Und das sind in der Regel die besonders gut, die sich eben auf verschiedene Situationen einstellen können. Vielleicht auch erkennen, was die Strategie der anderen ist und sich entsprechend darauf einstellen können. Und natürlich gehört auch Glück dazu, weil auch da spielt ein Würfel eine Rolle, was man am Ende bekommt. Aber es verändert nur die Startparameter, aber verändert nicht fundamental sozusagen das, wie man handelt. Wenn aber all das, was im Spiel passiert, nur vom Würfeln abhängt, also ein gutes Beispiel ist auch, Mensch, ärgere dich nicht. Wer das spielt, da gibt es keine Strategie. Ja, selbst man kann, die einzige Entscheidung, die man treffen kann, ist, welchen bewegt man vorwärts und da kann man. Das hängt aber nur vom Glück ab, wie mich der nächste würfelt, ob das jetzt eine gute oder schlechte Entscheidung gewesen ist. Das heißt, es hängt nur vom Würfeln ab. Und wenn es nur vom Würfeln abhängt, gibt es dafür keine Strategie. Und von diesem Gedanken möchte ich euch also auch da, wenn man jetzt mal das Ganze Richtung Trading überträgt, was wir gleich noch tun werden, schon mal so mitgeben. Sobald irgendwas nur vom Zufall abhängt, egal ob es eine Trading-Strategie ist, die man also, wenn zufällig Long oder Short geht im Markt, oder noch viel schlimmer, wenn der Markt sich nur zufällig bewegt, also im Wesentlichen nur rauscht, nur sich zufällig hoch und runter bewegt, je nachdem, welcher Marktteilnehmer was macht, wenn es also keinen Effekt gibt, den ich irgendwie messen kann, dann habe ich keine Chance im Markt. Dann kann ich langfristig nicht gewinnen. Ich kann also den Markt nicht schlagen. Ich kann nicht besser sein als alle anderen Marktteilnehmer. Und deswegen müssen wir genau gucken, mit dem, was wir tun, auch mit den Trading-Strategien, dass am Ende ein statistischer Vorteil da ist. Und jetzt möchte ich mein Gedankenexperiment von gerade eben noch ein bisschen erweitern. Denn es ist ja schön, dass man an diesem Spiel mit den Münzen auf dem Fußballfeld einfach so teilnehmen konnte und immer wieder eine Münze werfen könnte. Aber jetzt legt euch mal vor, es gibt einen Platzwart, der steht auf dem Platz und sagt: Meine lieben Freunde, ihr zertrampelt mir den ganzen Rasen mit euren seltsamen Spielen. Jetzt bezahlt ihr mal schön Eintritt. Ja, und für jedes Mal, wo ihr jetzt dieses Spiel spielt, müsst ihr noch was zahlen. Das ist wie so eine Ordergebühr oder kann man sich auch vorstellen, wie der Spread zwischen Kauf- und Verkaufspreis. Also ihr müsst jetzt einfach was dafür zahlen, dass ihr hier spielen dürft. Und schon ändert sich dieses Spiel. Links sehen wir nochmal diesen Random Walk, also diese Bewegung um den Startpunkt nach oben und nach unten, je nachdem, welcher Spieler man eben gewesen ist. Und was man dann sieht, also der Erwartungswert für dieses Spiel, vielleicht nochmal. Das nochmal zusammenzufassen, der ist ja eigentlich 0. Ja, also genau in der Mitte liegt der Erwartungswert. Wenn ich das immer wieder spielen würde, also wenn ich dieses Spiel mit dem Münzwurf immer wieder machen würde, würde ich immer, und ich muss jedes Mal was bezahlen dafür, wenn ich vielleicht hinten gelegen habe oder ich bekomme was, wenn ich vorne gelegen habe, da würde ich, wenn ich jetzt ganz oft spiele, würde ich irgendwann bei plus minus 0 rauskommen. Außer ich höre irgendwann auf, wenn ich gerade im Plus bin. Aber
grundsätzlich der Erwartungswert dieser Strategie, es ist ja auch gar keine Strategie, ist null. Wenn ich aber noch was zahlen muss dafür, wenn ich also für jedes Mal, dass ich das spiele, noch was zahlen muss, da sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier noch überhaupt das Ganze ins Positive drehe, die sinkt plötzlich, weil ich ja zusätzlich noch Kosten habe. Ich muss zusätzlich für das, dass ich hier mitspielen darf, noch was zahlen. Und das ist natürlich dann schon mal ein statistischer Nachteil, denn die Wahrscheinlichkeit dessen, dass ich hier im Negativen lande, ja, die ist viel größer, als dass ich mit meinem Spiel zufällig auf der Gewinnerseite lande. Das heißt, wenn ihr so Losspiele macht oder auch Lotto ist ein super, super Beispiel dafür, ihr könnt diesen einen Lucky Shot haben, wo man eben sehr viel Geld verdient, aber in der Regel wird man über die Lottogebühren langfristig verlieren und nicht das Geld reinholen. So, und wenn irgendwas natürlich nur vom Glück abhängt, kann man auch ganz klar sagen, das ist keine Strategie. So, jetzt reden wir aber über Trading-Strategien. Und beim Trading ist doch alles anders, oder? Also gucken wir uns doch mal Trading-Strategien an. Und ich habe euch hier einen typischen Kursverlauf vom DAX mitgebracht. Na, also DAX, damals schalte ich noch bei 12.800, mittlerweile sind wir ja 2000 Punkte höher fast. Aber hier haben wir diesen typischen Kursverlauf vom DAX. Und dann gibt es jetzt verschiedene Trader, die verschiedene Strategien haben. Wir reden ja über Trading-Strategien. Und der eine ist vielleicht der Support and Resistance Trader. Was ist Support and Resistance? Also Widerstände, Unterstützung. Der handelt einfach Widerstände und Unterstützung. Und dieser Trader, der sieht dann also im Markt verschiedene Widerstände, Unterstützung, also Hochs und Tiefs. Ich mache mal ein Beispiel. Hier unten ist auch eine wunderbare Unterstützung. Der Markt hat hier mehrfach aufgesetzt, geht dann hier höher und setzt hier nochmal auf und dreht hier und geht wieder höher und dreht hier. Das ist doch eine perfekte Unterstützung. Der Support- und Resistance-Trader wird also, sobald dieses Preislevel wieder erreicht ist, also hier haben wir die Unterstützung, sieht man hier sehr schön im Markt, dann geht der Markt höher, dann läuft er wieder dran. Ah, Bestätigung, hier ist wirklich eine Unterstützung im Markt, der Preis prallt hier immer wieder nach oben ab. Das nächste Mal, wenn der Preis dann hier hinkommt, macht der Support- und Resistance-Trader folgendes: Der geht an der Stelle long, man sieht es ja an diesem Pfeil nach oben, er handelt also long, läuft mit dem Markt mit, hat hier unten einen Stop-Loss und ist im Gewinn. Super. Der Support- und Resistance-Trader handelt aber vielleicht auch noch was anderes. Der Support- und Resistance-Trader sagt, oh, hier ist aber auch hier ist ein Widerstand. Das heißt, der Markt läuft hier immer dagegen. Läuft dagegen, prallt wieder ab, läuft dagegen, prallt wieder ab, läuft dagegen, prallt wieder ab. Und handelt dann irgendwann, wenn diese Unterstützung gebrochen wird, also wenn es hier höher geht, dann handelt der Support- und Resistance-Trader einfach hier long. Er handelt also, sobald dieser Widerstand gebrochen ist und der Markt oben ausbricht, handelt er entsprechend long. Wir sind ja hier oberhalb der des Widerstandes und hier handelt er also auch long. Blauer Pfeil nach oben, hier unten war der Stop-Loss, auch wieder im Gewinn. Ganz toll. Dann sieht der Support- und Resistance-Trader vielleicht, oh, hier bildet sich sowas wie ein Doppeltop. Ja, ich habe hier ein Hoch. Der Markt prallt hier ganz doll dran ab und dann geht der Markt wieder da hoch. Handle ich doch einfach, wenn sich das bestätigt hier, dass der Markt hier wieder dran dreht, nach so ein paar Kerzen, also tiefer, wenn das Ganze hier abprallt, handelt der Support and Resistance Trader short. Guckt sich also an, gibt es hier ein Doppelhoch, ist in diesem Preis, geht es nicht mehr weiter, handelt hier dann short und ist dann hier unten im Gewinn. Sehr gut. Dann gibt es vielleicht noch einen vierten Ansatz. Wir haben ja vorhin gesehen, dass hier eben eine Unterstützung ist im Markt. Also der Kurs läuft hier drauf, geht wieder hoch, läuft hier drauf, geht wieder hoch, läuft hier drauf, geht wieder hoch. Also hier läuft wieder hoch. Und dann sieht er hier, oh, hier geht's aber, hier bricht es durch. Was macht der Support und Resistance Trader? Der handelt also auch hier wieder den Durchbruch durch diese Unterstützung und geht an der Stelle short und ist wieder im Gewinn. So, dann gibt es andere Trader-Typen, die haben eine andere Strategie. Ja, also während dieser Support- und Resistance-Trader immer die Widerstände und Unterstützung handelt, gibt es andere Trader-Typen, die handeln nach Markttechnik. Ich mache jetzt ein sehr einfaches markttechnisches Modell. Da werden also einfach neue Hochs entsprechend dann auch verkauft beim Rücklauf und neue Tiefs genauso im Rücklauf entsprechend verkauft. Zeige ich euch gleich mal, wie das aussieht. Also, der Markttechnik-Trader, was macht der? Und das ist, wie gesagt, sehr vereinfacht. Ich weiß, Markttechnik ist deutlich komplexer, aber ich versuche es ganz einfach und plakativ zu machen. Wir haben hier also ein Hoch, ein Zwischenhoch. Der Markt geht wieder ein bisschen zurück. Dann wird dieses Zwischenhoch hier nach oben entsprechend durchlaufen. Und dann im Rücklauf, also mit so einem Retest an dieses Hoch, geht der Markttechnik-Trader dann long.
Ja, also erwartet zu sagen, hier bricht er über das letzte Hoch aus, es gibt einen Rücklauf und dann tradet der Markttechnikträger hier an der Stelle long. Ich weiß, das ist noch ein bisschen komplexer, normalerweise wartet man auch eine Bestätigung ab durch neue Hochs und so weiter. Ich will es nur veranschaulichen, dass man halt mit verschiedenen Trading-Strategien den gleichen Kurs natürlich handeln kann. Und man ist natürlich mal mehr und mal weniger erfolgreich. So. Hier haben wir das gleiche Phänomen nochmal. Hier haben wir also ein Tief, ein Hoch, ein tieferes Tief, ein neues Hoch. Aber hier haben wir immer fallende Hochs, hier haben wir fallende Tiefs und dann geht das hier nochmal tiefer und dann wird hier zum ersten Mal wieder das alte Hoch gebrochen nach oben. Das heißt, wir haben hier so eine Trendumkehr. Und als das Ganze dann hier zurück wieder konsolidiert, steigt der Markttechnik-Trader hier wieder long ein und ist dann hier oben im Gewinn. Anderes Beispiel, wir haben hier ein Hoch, ein Tief, ein tieferes Hoch. Ja, das ist also kleiner als dieses Hoch hier links, dieses obere Hoch. Es geht hier unten durch und der Markttechnik-Trader macht jetzt wieder Folgendes. Der erkennt, oh, hier ist das Tief gebrochen worden. Im Rücklauf nach oben werde ich diesen Markt verkaufen, denn es geht ja höchstwahrscheinlich tiefer und er hat recht. Er verkauft hier den Markt und zack, ist wieder im Gewinn. Und was fällt euch auf? Mensch, wir haben jetzt aber die ganze Zeit immer nur Gewinner-Trades gehabt. Kann das denn eigentlich sein? So, und da muss ich mich jetzt gleich bei euch entschuldigen. Als erstes Mal habe ich euch etwas in die Irre geleitet, denn das hier, was ihr hier seht als Kursverlauf, das ist überhaupt gar kein realer Kurs, sondern das ist einfach nur, das ist einfach ein zufälliger Kursverlauf, der durch einen einfachen Münzwurf entstanden ist. Das heißt, diese Kurse hier, die Kurse, die ihr hier seht, die sind einfach nur dadurch entstanden, dass ich an jedem einzelnen Punkt gesagt habe, 50-50, 50% Chance, entweder steigt der Markt zum nächsten Preispunkt oder er fällt. Und dabei ist dieses Kursmuster entstanden. Und jetzt stellt euch vor, mit eurer Trading-Strategie, mit eurem Wissen über Charts, mit eurem Wissen über Bewegung, geht ihr an diesen Markt heran, an diesen zufällig gewürfelten Markt. Und ihr seht dann, wie ich es gerade eben ja auch gezeigt und gesehen habe, ihr seht dort diese verschiedenen Unterstützungen, Widerstände, ihr seht Trendwechsel. Und was euch jetzt, glaube ich, wie Schuppen aus den Augen fallen sollte, ist diese ganzen Unterstützungen, Widerstände oder Trendwechsel, die gibt es gar nicht. Denn jeder Punkt auf diesem Chart ist zufällig entstanden. Der nächste Preispunkt ist nichts anderes als ein Zufallsexperiment, 50-50 zum nächsten Punkt. Das heißt, man kann hier machen, was man möchte. Man kann hier, ich gehe nochmal zurück, man kann hier irgendwelche Linien einzeichnen, man kann hier Widerstände oder Unterstützung einzeichnen, man kann hier alles Mögliche machen. Am Ende des Tages hat das alles nichts damit zu tun, ob man hier erfolgreich handeln kann. Denn ob ich hier short gehe an diesem Punkt, das sieht in der Nachschau natürlich super aus, aber es wäre ja genauso wahrscheinlich gewesen von diesem Preispunkt, wo ich hier short gegangen bin, dass der Kurs einfach weiter steigt, weil es einfach nur 50-50 ist. Wenn ich das gleiche Spiel auf einem anderen Markt mache, wo ihr den noch nicht wisst, wie der Kursverlauf sein wird und ihr nehmt das gleiche Setup, ihr nehmt die Unterstützung, ihr nehmt die Widerstände, ihr nehmt die Trendbrüche und setzt eure Strategie an mit einem Stop-Loss von 5 oder von meinetwegen einer Einheit und mit einem TP von einer Einheit, ihr werdet langfristig dort nicht gewinnen können. Das ist pures Glücksspiel, ob man hier in diesem Markt den Kurs eben richtig vorhersagt. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, und zwar für mich auch eine wichtige Erkenntnis, als ich das damals für mich so überlegt habe. Sobald der Kurs zufallsverteilt ist, also sich nur zufällig bewegt, und ganz oft laufen Märkte auch in diesen rein zufälligen Bewegungen, wo also kaum ein Markttreiber, kaum ein Bias da ist, nichts, was den Markt irgendwo hin treibt, wenn es also einfach nur sich zufällig auf und ab bewegt, genau dann gibt es keine Trading-Strategie, die diese Effekte nutzen kann. Denn von jedem Punkt ist es nur dem Zufall überlassen, wie einem Münzwurf, ob der Kurs in die eine Richtung oder in die andere Richtung läuft oder, um es anders auszudrücken, wenn ich long bin, ob er in meine Richtung läuft, die ich ihn gern haben möchte, den Kurs, oder entgegen meiner Tradentscheidung. Und genauso wie auf dem Fußballplatz, wo ich meine ganze Zeit meine Münze geworfen habe und mich nach vorne oder nach hinten bewegt habe, genauso bewege ich mich dann am Markt und dann wird es leider zum Glücksspiel.
So, also von diesem Preispunkt, den ich gerade gezeigt habe, ist in so einem 50-50-Markt, nennt man das auch, also in einem zufallsverteilten Markt, ist sowohl die Long- als auch die Short-Richtung gleich wahrscheinlich. Und wenn wir diese Marktsituation haben, brauchen wir gar keine Trainingsstrategie mehr anzusetzen. Wir werden nicht erfolgreich am Markt handeln können. Und dieses Gedankenexperiment müssen wir uns einmal mit gedanklich mitnehmen, um nachher auch bewerten zu können, ob die Tagesstrategie überhaupt einen statistischen Vorteil hat. Gehen wir also weiter. Hier nochmal das Beispiel von dem Support and Resistance Trader. Genau an diesem Punkt, hoppala, genau an diesem Punkt habe ich natürlich nachträglich euch hier einen schönen Trade eingezeichnet, wie man also sagt, man hat hier eine Unterstützung. Und guck mal hier, hier hätte man handeln können, wäre man long in den TP gekommen. Genau an diesem Punkt, wenn man also nicht weiß, was danach hätte passieren können oder was passiert ist in dem Fall jetzt mit diesem 50-50, diesem Münzexperiment, hätte der Kurs ganz genauso mit der gleichen Wahrscheinlichkeit hier nach unten fallen können, wie er hier nach oben steigt. Und das sagt letztlich nichts anderes aus. Egal, wie ich mich, mit welcher Strategie, ich kann mir die wildesten Strategien ausdenken auf diesem Markt, es wird trotzdem immer nur die 50-50-Chance bleiben, ob ich in dem Gewinn laufe oder in den Verlust. Und somit habe ich keinen statistischen Vorteil. Warum habe ich ihn nicht? Weil ich zusätzlich natürlich bei jedem Trade eine kleine Gebühr entrichten muss. Es gibt keinen Handel, der ohne Gebühren stattfindet. Und wenn es nur die Differenz aus Kauf- und Verkaufspreis ist, oder eben ich muss für die Trade oder für die Order selber eben auch einen Preis bezahlen oder eine Gebühr bezahlen. Also sowohl der Support- und Resistance-Trader als auch der Markttechnik-Trader hätte in diesem Markt langfristig kein Geld gewinnen können. So. Und wenn man eben in diesem 50-50-Markt eine Reihe von Trades macht, dann sieht das letztlich so hier aus. Und diese 50-50-Trades würden sozusagen mal im Gewinn laufen, ein anderer würde mal im Verlust laufen. Und wenn ich das nur häufig genug mache und meine ganzen Gewinne und Profite zusammenaddiere, ist mein Erwartungswert am Ende null, nämlich genau hier in der Mitte. Und wenn mir jemand so eine Performance-Kurve zeigt, dann kann ich erstmal nicht unterscheiden, hat der einfach nur Glück gehabt am Markt oder hatte der wirklich eine Strategie. Woran erinnert das Ganze? Wir haben es vorher gesehen an unser ganz normales Zufallsexperiment, wo wir auf dem Golfplatz da schon auf dem Fußballplatz gestanden haben und einfach nur eine Münze geworfen haben und nach vorne oder nach hinten gelaufen sind. Und je nachdem, ob wir gerade eben Glück hatten und es eben nur vom Glück abhängt, ob man gewinnt, dann ist es eben keine Strategie, sondern es ist reines Glücksspiel, ob man am Ende des Tages am Markt bestehen kann. So, wenn man das zusammenfasst. Nehmen wir also an, ich habe ein Handelsinstrument. Ich benutze dieses Handelsinstrument, um eine Strategie umzusetzen. Dann bekomme ich am Ende ein gewisses Ergebnis. Im Idealfall natürlich ein positives Ergebnis. Und sobald ich bei diesem Handelsinstrument eine Anomalie habe, also eine Ineffizienz, einen Markteffekt, dann habe ich die Chance, diesen Markteffekt zu nutzen, diese Ineffizienz zu nutzen, für mich selbst, für meinen Trading-Ansatz und daraus einen Profit zu schlagen. Meine Strategie muss letztlich in der Lage sein, diese Anomalie auszunutzen. Ich habe ja vorhin schon so ein paar Anomalien genannt, die man eben nutzen kann. Wenn ich diese Strategie also habe, dann muss meine Strategie letztlich diesen Markttreiber oder zumindest das, was dieser Treiber erstellt, also dieses Chartmuster zum Beispiel, das muss meine Strategie erkennen. Ich habe ja vorhin mit dieser Strategie gesprochen, wo die Fische irgendwann durch den Ozean schwimmen und sich irgendwann drehen, dieses Momentum, dieses Umkehrmomentum entwickeln. Da analysiere ich ja ein Chartmuster. Ich kann ja nicht wirklich in die Köpfe dieser ganzen Trader reinschauen und sagen, hey, oder dieser Marktteilnehmer reinschauen und sagen, bewegen die sich jetzt in die andere Richtung oder nicht, sondern ich kann ja nur gucken, welches Muster hinterlassen sie am Markt, welches Muster macht der Preis. Das muss ich aber letztlich können, um eine Strategie zu entwickeln. Und deswegen, wenn an diesen beiden Punkten in irgendeiner Weise der Zufall mitspielt, wenn also Kurse nur zufällig entstehen, wenn in diesen Kursen keine Ineffizienz drin ist, wenn in diesen Kursen keine Anomalie drin ist, kein Markteffekt drin ist, kein fundamentaler Effekt, der das in irgendeine Richtung treibt, dann kann ich, und das habe ich euch gerade gezeigt, mit diesen Zufallskursen, kann ich am Markt nicht erfolgreich sein. Genauso kann ich nicht am Markt erfolgreich sein, wenn ich bei meiner Strategie den Zufall
entscheiden lasse. Gab es eine schöne Story, da gab es so einen Affen, der hat irgendwie morgens, keine Ahnung, ob er die rechte oder linke Banane genommen hat, wie auch immer. Da hat man dann Long und Short gehandelt und dann hat man irgendwann publiziert, Mensch, dieser Affe war besser als der Markt, der hat den Markt geschlagen. Mit dem Wissen von heute solltet ihr wissen, das kann auch einfach Glück gewesen sein. Der Affe hat einfach zufällig öfter mal vielleicht die Long-Banane gegriffen, was auch immer, und war dann eben besser als der Markt, weil er den ganzen Tag nur Long gehandelt hat und der Markt in der Zeit eben Long gelaufen ist. Das kann aber einfach nur Glück gewesen sein. Denn der Affe hat natürlich überhaupt gar keine Ahnung über diesen Markt. Und wenn der Markt sozusagen mit einer Strategie behandelt wird, die einfach nur zufällig ist, dann kann man am Markt nicht erfolgreich sein. Und jetzt fragt Jürgen zu Recht, der Aktienmarkt ist doch hoffentlich kein Zufallsmarkt, oder doch? Der Aktienmarkt per se ist sicherlich kein Zufallsmarkt. Das sieht man schon daran, wenn man sich einfach mal die Aktienkurse, in der Summe natürlich gebunden in Indizes, über die letzten Jahrzehnte anschaut. Da sieht man eine ganz klare Richtung, einen ganz klaren Trend. Und wenn wir gleich mal dazu kommen, was denn Anomalien oder Markteffekte sein können, dann sind es eben zum Beispiel bei den Aktienindizes ganz klare Trends. Und die sind ganz stark long, auch schon seit Jahrzehnten. Natürlich kann man sagen, es gibt ja immer wieder Rückläufer und so weiter. Das ist aber ein Markteffekt. Also ein Trend ist ein Markteffekt, ein psychologischer Effekt. Und das heißt dann letztlich, wenn ich da mal kurz zurückgehen kann, mal kurz hier mal zurückgehen. Der Aktienmarkt ist in der Regel oder läuft in großen Teilen eben nicht zufallsverteilt. Weil wenn er zufallsverteilt wäre, dann würde sowohl die Long- als auch die Short-Richtung auf lange Sicht gleich gewertet sein. Ist das so? Ich glaube nicht. Wenn man die großen Aktienindizes anschaut und die Trends sich anschaut, dann sieht man, dass es da einen gewissen Bias gibt, eine gewisse Richtung. Das heißt, auf der Long-Seite, wenn man den ganzen Tag Aktien Long handelt, übertrieben gesagt, und sehr vereinfacht gesagt, aber wenn man immer eher auf der Long-Seite bei Aktien unterwegs ist, wird man sich langfristig, wenn man die Aktien auch eine Weile hält, nicht gegen Gewinne wehren können. Wenn man jetzt nicht gerade Unternehmen einzeln rauspickt, die alle ein sehr großes Risiko, auch vielleicht das Konkursrisiko drin haben. Der Aktienmarkt an sich ist also in der Regel mit einem Long-Bias versehen. Der ist tickt eher Long als Short. Das heißt, mit jeder Aktienstrategie, die mir jemand vorstellt, würde ich als erstes fragen, naja, ich hoffe, du übergewichtest auch die Long-Seite, denn fast alle Aktien steigen auf lange Sicht. Warum ist das so? Weil Aktien Sachwerte sind. Das sind Unternehmen, die wirtschaften und die sind in der Regel auf Wachstum ausgerichtet. Und ein Unternehmen, was wächst, zum Beispiel im Dividendenbereich, schüttet eine höhere Dividende aus, das rechtfertigt höhere Kurse, oder sie schütten keine Dividende aus, dann fließt es in eine höhere Firmenbewertung und das entsprechend macht natürlich dann den Effekt. Danke für diese Frage, Jürgen. So, jetzt gehen wir mal weiter. Wir brauchen also eine Strategie mit statistischem Vorteil. Gerade eben gesehen, am Beispiel unserer Trainingsstrategien, die wir einfach auf Zufallskurse draufgelassen haben. Es ist so, dass eine positive Performance von der Strategie kein Nachweis ist, ob das eine nachhaltige Trainingsstrategie ist. Das heißt, wenn ich sie immer wieder anwende, dass unterm Strich ein positiver Erwartungswert entsteht. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich habe euch vorhin die Tagesstrategie vorgestellt, hat diese Tagesstrategie einen positiven Erwartungswert? Und damit endet auch jetzt dieser Exkurs und wir gehen zurück zur Tagesstrategie. Und ich möchte euch zeigen, warum ich mir sehr sicher bin, dass die Tagesstrategie einen positiven Erwartungswert hat. Gehen wir nochmal zurück zu unserem 50-50-Markt. Ein 50-50-Markt ist letztlich dadurch gekennzeichnet, dass von irgendeinem Preispunkt X, nehmen wir an, der Kurs vom DAX steht jetzt bei 13.000 Punkten ganz genau oder jetzt 14.000 Punkten, heute bei 14.000 und zerquetschten noch viel höher, aber völlig egal, nehmen wir einfach mal 14.000 Punkte. Dann ist in einem 50-50-Markt, also im zufallsverteilten Markt, ist es genauso wahrscheinlich, dass der Kurs jetzt bei 14.010 Punkte landet, wie dass er bei 13.990 Punkte landet. Das heißt, nach oben und nach unten, wenn ich also einen gewissen Abstand wähle für meinen Kurs, ist es genau gleich wahrscheinlich, dass der Kurs irgendwo ankommt. Und wenn ich jetzt sage, ich habe einen Vorteil, dann ist ja völlig klar, dass wenn ich eine gewisse Richtung voraussage, und ich mache jetzt mal bei diesem Beispiel einfach mal die Short-Richtung. Wenn ich also sage, der Preis, der fällt eher, und ich mache das jetzt 100 Mal am Markt,
dann muss letztlich natürlich Folgendes rauskommen, dass ich eben nicht in 50% der Fälle richtig liege, weil dann handle ich mehr oder weniger zufällig, sondern es muss eben rauskommen, dass ich mit meiner Strategie eine deutlich höhere Trefferquote habe, die deutlich über 50% liegt und natürlich auch die Gebühren und alles, was da hinten dran hängt, überwiegt. Denn nur dann kann ich von meiner Strategie sagen, dass ich bevorzugt die richtige Richtung treffe. Und ganz im Gegenteil, wenn ich bevorzugt die falsche Richtung treffe, also genau das Gegenteil mache von dem, was ich eigentlich machen sollte, dann würde sozusagen die Stop-Loss viel öfter getroffen als mein Take-Profit bei einem gleichen Abstand. So, jetzt gehen wir nochmal zurück in den Chart. So, das ist die Tagesstrategie und das war das Beispiel hier im Nasdaq, im Technologieindex, im US-Markt. Und was hier zu sehen war, war ja, dass der Kurs hier nach unten von dieser Sonne gefallen ist und dann genau hier das Short-Signal entstanden ist, als diese Kerze durch die Bänder mit Schlusskurs, mit der schönen Bewegungskerze geschlossen hat. So, jetzt handeln wir aber nicht mit einer 50-50-Strecke. Das heißt, mein Stop-Loss, ich mache mal jetzt ein Beispiel, nehmen wir das Gelbe jetzt hier raus. Mein Stop-Loss ist also nicht hier genauso weit weg, wie ich mein Stop-Loss jetzt mal hier in zartem Rosa markiere, nicht genauso weit weg wie mein Take-Profit. Also so handeln wir das nicht, aber so wäre das ja, wenn man das sagt, okay, ab diesem Preispunkt sage ich voraus, dass eine Abwärtsbewegung wahrscheinlicher ist und das genauso weit eben wie das Stop-Loss entfernt ist. Hätte in dem Fall jetzt geklappt, aber das ist nicht das, was wir machen wollen, denn wir haben ja, und das habe ich ja vorhin erzählt, dieser Fischschwarm, der schwimmt in eine Richtung, dann kippt das Ganze irgendwann, er nimmt eine neue Richtung auf und wir möchten nur an diesem Hochpunkt des Momentums, also in dem Moment, wo das Ganze kippt und in die richtige Richtung losläuft, dann wollen wir dabei sein. Und da schneiden wir uns nur einen ganz kleinen Teil aus dem Markt. Das heißt, unsere Strategie, deswegen nehme ich es einmal hier raus, nimmt diesen Bereich, also die Sonne, als Stop-Loss, aber wir nehmen nur ein Zehntel. Ein Zehntel. Und das ist vielleicht das Erste, wo manche Leute jetzt sagen, das habe ich ja noch nie gehört, warum denn nur so einen kleinen Anteil? Das sagt doch, jedes Tradingbuch sagt doch CRV von 1 zu 1, so Minimum und vielleicht eher 1 zu 2. Das heißt, ich soll die zweifache Strecke auf der Gewinnseite laufen, wenn ich irgendwas riskiere. Wir machen das genau andersrum. Wir handeln mit einem Stop-Loss von 10 Einheiten. Also 10 mal, Stop-Loss ist 10 mal so weit weg wie unser Take-Profit. Wir handeln also hier zum Beispiel hier Short in diesem Markt. Und nehmen nur diese kleine Strecke, die schneiden wir uns raus. So. Und das ist erstmal gar kein Problem. Warum ist das so? Gehen wir zurück in die Präsentation. Schauen wir mal, wo hier die Präsentation ist. Genau. Wir machen das also genau andersrum. Und ich bleibe hier mal beim Short-Beispiel. Mir ist schon, das ist ein Long-Beispiel, aber es ist völlig egal. Mein Stop-Loss ist hier also 10-mal so weit entfernt wie mein Take-Profit. Und das ist erstmal gar kein Problem. Die Strecke, die ich nach oben mitmache, ist also nur ein Zehntel so groß wie mein Stop-Loss. Und in einem 50-50-Markt, also in einem Markt, wo die Strecke in die eine Richtung wie in die andere Richtung gleich wahrscheinlich ist, wäre meine Trefferquote für diese Strategie 90,9%. Also wenn ich einfach zufällig im Markt irgendwo einen Trade platzieren würde, wo ein Zehntel Gewinn ist und 10 Zehntel mein Verlust, dann würde ich in zu 90,9% im Gewinn landen. Jetzt ist die Frage an euch: Kann ich damit erfolgreich im Markt bestehen? Was denkt ihr? Richtig. Das ist nicht ausreichend. Warum ist das so? Warum ist das so? Wenn das so passiert, würde ich am Ende genauso wie im 50-50-Markt keinen statistischen Vorteil haben. Es würde am Ende plus minus null rauslaufen, weil ich natürlich mit dieser hohen Trefferquote von 90,9% ganz oft diese kleinen Gewinne mache und dann kriege ich immer einen kleinen Gewinn, kleinen Gewinn, kleinen Gewinn, kleinen Gewinn, kleinen Gewinn. Und dann eines Tages kommt der Tag, sehr gut, Paul, Gerhard, eines Tages kommt der Tag, wo ich eben diese 10 Einheiten vom Tisch nehmen muss und dann bin ich wieder da, wo ich angefangen habe. Also langfristig mache ich so keinen Gewinn. Was brauche ich denn aber,
damit ich hier einen Gewinn mache oder einen positiven Erwartungswert habe. Ich muss nichts anderes tun, als diese Trefferquote von 90,9%, die muss deutlich höher werden. Ich muss eine Trefferquote haben von über rund 91%, damit ich am Ende am Markt erfolgreich bin. Und das wäre dann auch der Nachweis dessen, dass ich hier einen Effekt gefunden habe, dass dieses Umdrehen der Richtung, wenn wir zurückkommen zu diesem Fischschwarm, das Umdrehen des Fischschwarms, dass ich das richtig getroffen habe und dass das ein Effekt ist, den ich nutzen kann für meine Trading-Strategie. So, jetzt schauen wir doch mal rein. Wie ist denn das jetzt bei der Tagesstrategie? Hier mal die Werte, die wir im Vorwärtshandel, wir handeln das also nicht im Backtest oder sowas, sondern wir haben das vorwärts gehandelt. Und ich habe jetzt hier einfach mal die Signale von einem Jahr genommen. Das sind 240 Signale, 250 Tagestrades. Das heißt, an einem Tag gibt es dann mal mehrere. Es gibt ja so circa, ich glaube, man schafft so 220 Handelstage, wenn man ein bisschen Urlaub hat. Also 240 Signale, das heißt theoretisch jeden Tag ein Trade. Wird mal an einigen Tagen keine Trades geben, dafür gibt es dann an anderen Tagen vielleicht mal ein, zwei Trades. Auf alle Fälle geht es darum, dass man diese Signale jeden Tag einmal handelt. Wir haben hier ein entsprechendes Radar, das heißt, man sieht täglich, welche Signale so im Markt hier da sind und man kann die entsprechend handeln. Hier zum Beispiel Schweizer Franken zum japanischen Yen war hier zum Beispiel Long, heute ist Öl Short. Diesen kleinen Anteil hier am Markt wollen wir uns rausschneiden. Das ist der TP, der wird hier auch angezeigt. So, das wurde 240 Mal gemacht in einem Jahr. Und was kommt dann raus? Das ist die Trefferquote. 93% dieser Trades sind im Gewinn gelandet. Und immer wenn die im Gewinn landen, bekomme ich zum Beispiel jetzt bei dieser Risikoeinstellung, die ich benutze, 0,1% auf Depot. Ich habe vorhin gesagt, ey, der Stop-Loss liegt immer auf der Sonne und das ist das Zehnfache des Gewinns, also wäre das eigentlich minus 1%, aber, und das ist eine Besonderheit, ich kann natürlich bei dieser Strategie auch vorher aussteigen und das mache ich so, das macht nicht jeder so, aber so kann man das machen, wenn nämlich das Signal, wenn ich von hier aus, zum Beispiel heute sind wir short im Öl, sobald der Kurs hier oben oberhalb dieser Bänder schließt, gehe ich raus. Und wenn ich das mache, dann verliere ich nicht immer meine komplette Strecke bis zum Stop-Loss, also das Zehnfache, sondern ich verliere meistens kleinere Anteile. Und das ist in dem Fall zum Beispiel jetzt hier im Durchschnitt, hier sieht man diese ganzen Verlierer-Trades, das waren 17 an der Zahl von diesen 240 Trades, hier sieht man, wie viel die immer verloren haben. Und da kommt im Durchschnitt minus 0,68 raus. So. Jetzt stellt euch eine Strategie vor mit einer 93-prozentigen Trefferquote, wo man im Gewinnfall 0,1% bekommt und im Verlustfall im Durchschnitt minus 0,68%. Das ist eine Strategie, die einen positiven Erwartungswert hat. Denn im Unterschied zu dem Experiment davor, dem Gedankenexperiment, wenn ihr euch daran erinnert, wo ich also für ein Zehntel des Gewinnes eine Trefferquote von 90,9% habe und für meinen einen ganzen Verlust von 8,1% habe. Entschuldigung, von 9,1. Genau, und dieses Wahrscheinlichkeitsverhältnis ist hier deutlich umgekehrt. Ich kann hier also mit einer 93-prozentigen Wahrscheinlichkeit sagen, ich werde aus diesem Trade im Gewinn aussteigen. Und wenn das Ganze in die Gegenrichtung läuft, gegen mich läuft, kann ich in der Regel, bis auf hier ein, zwei Fälle, hier haben wir einen Fall drin, weniger Verlust hinnehmen, als ich im Stop-Loss-Fall haben würde. Und wenn ich das genauso mache, habe ich einen positiven Erwartungswert und ich bekomme dann eine Kapitalkurve, die entsprechend so aussieht. Ja, also ich mache Gewinne, 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 Gewinne. Hier sind ein paar Signale in den Stop-Loss gelaufen oder wurden geschlossen, weil einfach die Gegenrichtung eingeschlagen wurde und dann gewinne ich wieder, dann habe ich einen kleinen Drawdown und so weiter, Drawdown und läuft weiter und so weiter. So. Man kann also mit dieser Strategie, mit diesem positiven Erwartungswert, eine positive Performance erreichen mit 5 Minuten am Tag. So. Man kann die Strategie noch optimieren. Das ist so der letzte Fall, den ich ja vorhin schon gesagt habe. Was ist der letzte Schritt in so einer Strategieoptimierung? Man kann eben auch noch das Gegensignal handeln. Dann kann man seine Kapitalkurve glätten, muss allerdings dann ein bisschen multiplizieren. Man also muss mit einem höheren Einsatz nochmal in die Gegenrichtung mithandeln und im Zweifel auch nochmal die neue Richtung wieder aufnehmen. Zeigen wir im Club, zeigen wir auch gern nächste Woche bei uns im Starterraum, wie man das genau macht. Da muss man noch ein bisschen mehr mit den Positionen handeln. Das ist dann aber
die Optimierung der Strategie, da kriegt man seine Kapitalkurve geglättet, macht aber ein bisschen weniger Rendite. Ist immer die Frage, was möchte man eigentlich erreichen? So, also, erfolgreiches Trading ist Handel am Markt mit Strategie und statistischen Vorteil. Ich hoffe, ich konnte euch heute zeigen, wie man ganz grob an eine Strategieentwicklung rangeht, wo die Fallstricke liegen und vor allen Dingen, was der statistische Vorteil ist, wie man ihn findet und was es dafür braucht. Wenn immer man irgendwo entweder bei den Kursen oder bei der Strategie der Zufall mitspielt und Märkte sind streckenweise wirklich sehr zufallsverteilt, desto besser muss die Strategie natürlich sein, um einen Effekt am Markt über eine Strategie für sich zu nutzen. Unterm Strich ist es aber so, dass jede Strategie nur so gut ist, wie man sie selber umsetzt. Die beste Strategie, zum Beispiel auch die Strategie, die ich euch gerade gezeigt habe, diese Tagesstrategie, ist nur so gut, wie man sie routiniert täglich umsetzt. Und dafür haben wir gesagt, den Live-Trading-Raum, wir haben die Tools, wir haben die Strategien, die auch ganz strukturiert mit Regelwerk, ich habe euch vorhin das Regelwerk von der Tagesstrategie gezeigt, umsetzt. Und wer das einmal testen möchte, wer einmal rausfinden möchte, ob diese Tagesstrategie, ob man die für sich nutzen kann, der sollte bei uns einen Gastzugang machen, sollte einmal reinschauen, bei uns täglich im Live-Trading-Raum. Denn das, was wir jetzt hier gerade theoretisch durchgegangen sind, handeln wir jeden Vormittag 1:1 auf unseren Konten mit realem Geld. Scannt also diesen QR-Code oder geht auf unsere Internetseite triasklar24.de/gast-bm für Börsentag München. Macht euch einen Gastzugang und seid nächste Woche einfach live mit dabei. Ihr könnt die Tools installieren, dann können wir das zusammen einmal durchgehen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich sehe, dass noch die eine oder andere Frage reingekommen, die werde ich gleich beantworten. Freue mich auf alle Fälle, euch nächste Woche dann auch im Live-Trading-Raum täglich begrüßen zu dürfen. Und dass wir diese Strategie ab nächster Woche um 8 Uhr oder nach 8.25 Uhr eben auch live jeden Tag zusammen umsetzen. So, und dann gehe ich mal auf die eine oder andere Frage ein. Danke, Doris, für das Feedback. So, Udo fragt, welche Einstellungen haben die Marktpreisbänder? Das ist ein 5 gleitender Durchschnitt, Smooth Average auf das Hoch und auf das Tief mit einer Einstellung von 5 Tagen. So, gehen wir mal hier hin, jetzt sehe ich euch auch besser. So, dann kommt die nächste Frage. Klaus fragt, wenn ich Verlust und Gewinn ungleich behandle, also Verluste immer sofort realisiere und Gewinne im Schnitt länger laufen lasse. Das bezog sich wahrscheinlich auf den Random Walk, hast du auch nochmal geschrieben, auf den Random Walk. Genau, also ein Random Walk, der sagt, na, ich lasse die Gewinne länger laufen als den Verlust, also reines Money Management, auch mein, ich gehe nochmal zurück, das ist vielleicht ein ganz guter Hinweis. Und zeigt nochmal, was eben nicht funktioniert. Springen wir nochmal zu diesem Markt, der zufallsverteilt ist. Also Klaus fragt, ich kann ja hier, das war unser zufallsverteilter Markt, also das sind keine echte Kurse, das sind einfach nur gewürfelte Kurse. Und die Frage war, kann ich denn hier, indem ich einfach meinen Gewinn länger laufen lasse und meine Verluste quasi enger realisiere, kann ich dann einen Gewinn machen? Und dann kann man ganz klar sagen, genauso nicht, denn dann erhöht man einfach nur im Gewinnfall seinen Gewinn und im Verlustfall seinen Verlust. Man wird aber dann genauso einfach viel öfter Verluste machen und viel seltener gewinnen, weil das eine natürlich näher dran ist vom Preis und das andere ist weiter weg. Und unterm Strich bleibt genau das Gleiche. Man kann mit Money Management am Markt nicht gewinnen. Das ist die Aussage. In allen Büchern dreht stehen, ja, Risikomanagement ist so wichtig. Bringt alles nichts, wenn man keine Strategie hat, kann man das Risikomanagement hoch und runter drehen. Man kann also den Verlust eng machen, den TP weit weg, man kann den TP nah dran machen, den Verlust weit weg. Das ändert am Ende des Tages gar nichts, das ändert nur darum, nur ändert nur etwas an den Trefferquoten. Man wird häufiger zum Beispiel im Gewinn sein, wenn man ein kurzes Gewinnziel hat und einen weiten Stop-Loss und umgekehrt. Man wird seltener an den TP kommen, wenn man den Take-Profit sehr weit weglegt und öfter kleine Verluste realisieren.
Wenn es aber keinen statistischen Vorteil gibt in der Richtung, wo man handeln möchte, kein Markteffekt, kein Bias, das einfach nur Zufallskurse sind, wird man am Ende des Tages nicht gewinnen können, weil man ja auf alle Fälle noch die Kosten zu beachten hat, die man ja auch bezahlen muss. Strategien, die nah am Zufall arbeiten, werden in der Regel nur vom Spread bestimmt und der Spread macht dann die Strategie zunichte. Was ja gar keine Strategie ist, man handelt ja zufällig. So, habt ihr noch weitere Fragen? Sie einmal runter scrollen. Günther fragt, ob die Tagesstrategie auf Aktien anwendbar ist. Auf alle Fälle. Habe ich selber schon gemacht. Ich nutze das. Ich mache da vielleicht noch mal kurz ein Beispiel. Ich nutze das, um Einstiegspunkte zu finden. Also eine Aktie, die ich sowieso kaufen möchte, kann ich so Einstiegspunkte finden. Ich gehe mal kurz hier auf den Chart nochmal zurück. Also das beste Beispiel, oder ich mache mal einfach ein Beispiel, das jetzt rausgreife. Ich schätze mal, dass es bei Lufthansa funktioniert, das zu zeigen. Die Lufthansa-Aktie hier drin. Also wenn ich eine Aktie grundsätzlich kaufen möchte, und da reden wir wirklich von Halten, und es gibt jetzt Preisabverkäufe. Wie Lufthansa hier ist, da ist sie, dann kann ich das nutzen, um den richtigen Kaufzeitpunkt zu finden und auch natürlich den richtigen Verkaufszeitpunkt. Aktien würde ich aber grundsätzlich eher kaufen und halten. Das heißt, ich suche mir über die Tagesstrategie die richtigen Kaufzeitpunkte. Und dann gehen wir mal ein bisschen in der Zeit zurück. Wann gab es denn für die Lufthansa gute Kaufzeitpunkte? Natürlich mit dem Corona-Abverkauf gab es die Aktie erstmal günstig, wenn man grundsätzlich noch an Luftfahrt glaubt. Wenn man nicht mehr an Luftfahrt glaubt, brauchen wir, glaube ich, über die Lufthansa-Aktie nicht sprechen. Aber nehmen wir mal an, man ist davon überzeugt, dass die Lufthansa-Aktie langfristig ein gutes Investment ist. Dann kann man sich natürlich fragen, okay, wo kaufe ich denn diese Aktie? So, hier begann der Corona-Abverkauf. Also hier ist der ganze Fischschwarm nach unten geschwommen. Um meinem Bild zu bleiben. Und es ging also tiefer, 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 tiefer. Und dann, genau hier unten, kam dann irgendwann die Drehung. Das kann man in der Rückschau relativ einfach natürlich zeigen. So, und jetzt gucken wir aber mal genauer rein. Dazu muss ich immer ein bisschen das aufzoomen. Die Frage ist ja, wann steigt man die Aktie ein? So, dann gab es natürlich, irgendwann war die Sonne mal hier und dann hat der Kurs hier gedreht. Oh, denkt man, ah, hier, das ist doch jetzt die Umkehr. Hier geht man long. Tagesstrategie sagt, hier ist noch gar nichts long, denn keine Bewegungskerze, schließt niemand Bändern, es geht tiefer. Auch hier, kann man doch hier long gehen. Nein, Tagesstrategie sagt, wir sind noch über den Bändern. Wir haben also kein ausreichendes Umkehrmomentum. Der Schwarm ist noch nicht in der Drehung drin. Die ersten zweifeln zwar und sagen, ah, es könnte long gehen, aber die Masse tut es noch nicht. Entsprechend wird es auch nicht ausreichend gekauft, die Aktie im Nachgang. Aber dann passiert Folgendes, und das ist genau hier passiert. Hier war wieder die Gelegenheit, ah, aber hier war die Kerze nicht ausgeprägt. Wäre ein super Einstiegspunkt gewesen. So, und dann kommt irgendwann diese Kerze hier. Ich markiere sie einmal grün. Das war in der Tagesstrategie. Ich markiere es nochmal. Das hatte man also damals im Radar, wie jetzt hier auch gesehen, als Long-Signal in dieser Aktie. Das wäre der Einstiegspunkt gewesen für diese Aktie. So, das tue ich es mal hier im Hintergrund. Dann sehen wir das auch. So. Was ist der Einstiegspunkt gewesen? Der Einstiegspunkt war also hier bei einem Kurs von ungefähr 9,14 Euro. Und langfristig betrachtet war das sozusagen der erste Kurs. Entweder hätte man hier diesen ersten Schwung mitgenommen, bis hoch auf 12,50 Dollar oder wie viel auch immer. Das ist ja unsere Strategie, sagt ja, wir schneiden uns einen Teil raus. Oder man hält und hält und hält. Und aktuell liegen wir also grundsätzlich überhalb diesen Kurs. Wenn man hier oben diese erste Drehung genommen hätte, hier zum Beispiel, wäre man jetzt gerade mal wieder Break-Even. Wenn man hier gekauft hätte, würde man schon deutlich besser dastehen. Wäre aber hier, ich kann ja mal diesen Kurs einzeichnen, bislang, wenn man diese ersten Gegenbewegungen mitgenommen hätte, obwohl die Tagesstrategie gesagt hat, das ist noch kein Einstieg, wäre man hier primär unter Wasser gewesen in dieser Zeit. Das heißt, man kann damit Einstiege timen,
obwohl ihr alle wisst, alle, die Aktien kaufen, ihr wisst, es ist nicht so ideal, Aktienkurse zu versuchen zu timen. Wenn man es trotzdem tun möchte, wenn man also ein gutes Vertrauen in seine Trainingstrategie hat, kann man die Tagesstrategie nutzen, um einzusteigen. Und die hätte einen zumindest davor bewahrt, dass man nicht in dieser ganzen Zeit unter Wasser ist, bis auf diese kleine Spitze hier, sondern eben nur hier in diesem Kursbereich. Und man hätte auch diesen ersten Peak hier, hätte man auch schön mitnehmen können. Das ist dann aber Aktientrading. Das ist nochmal ein extra Spezialgebiet, aber trotzdem vielen Dank für diese Frage. Bitte KW. Danke Volker für das Feedback. Danke Jürgen. So, wir haben 15.15 Uhr. Auf Punkt sind wir jetzt fertig. Das Ganze ist aufgezeichnet, Christopher. Wir werden das also auch entsprechend zur Verfügung stellen, sobald wir das hochgeladen haben. Vielen Dank. Die Boxstrategie hat einen statistischen Vorteil, Mario, genau. Volabox kommt, glaube ich, heute nicht mehr, aber können wir gerne nochmal zeigen. Dann wünsche ich euch einen schönen Feierabend und wir machen hier gleich weiter. Ich zeige es ganz kurz mit der Road to 1 Million in einer Viertelstunde von Carlos Martins. Das ist der nächste Vortrag. Geht ihr also in einer Viertelstunde los. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns bald im Traders Club 24 im Live-Trading-Raum jeden Morgen. Ich kann nur ganz kurz hier zeigen, das ist unser Blick aus unseren Büros, börsentäglich 8.25 Uhr bis 9.30 Uhr, Markteröffnung Europa, danach Live-Trading Europa bis ca. 12 Uhr jeden Tag. Seid einfach dabei. Hier gibt es den Code zum Einloggen, Barcode, QR-Code, wie nennt man das, glaube ich, neuerdings. Oder seid einfach dabei über diese Gast-URL. Kostet nichts. Einfach über die Schulter schauen, dann wisst ihr auch, was wir jeden Tag so machen. Bis dahin.